Ja, ungewöhnlich pünktlich für unser Haus, aber ich denke, wir sind alle da und voll besetzt und voller Spannung warten wir auf den Beginn der Podiumsdiskussion und des Vortrags von Adam Tooze. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin Barbara Unmüßig, Vorstand in der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich auf einen ganz besonderen Abend, weil wir wirklich, wie ich finde, wunderbare, prominente und spannende Gäste bei uns begrüßen dürfen zu unserer Diskussion Zentralbanken und Finanzwirtschaft als Klimaretter. Adam Tooze, herzlich willkommen von der Columbia University. Sabine Mauderer, herzlich willkommen von der Bundesbank. Jakob von Weizsäcker vom Bundesfinanzministerium, herzlich willkommen. Und sei gegrüßt, liebe Katharina Tröge, Abgeordnete der Grünen im Bundestag. Sie wird uns durch den Abend führen und den Abend moderieren. Ja, ich denke, wir bieten heute ein Thema an, das hochaktuell ist. Hochaktuell in mehrererlei Hinsicht. Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass der Klimawandel oder auch die Klimakrise bei uns, bei den Menschen, auch hier in den Industrieländern angekommen ist. Wir arbeiten als Heinrich-Böll-Stiftung ja sehr, sehr stark mit Menschen und Partnerinnen im globalen Süden. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat über 33 Büros. Das Klimathema, die Folgen des Klimawandels sind schon lange ein Kernthema dieser Stiftung. Und ich weiß von all den vielen Schicksalen, was es bedeutet, von Wirbelstürmen, Dürren, Überschwemmungen und Überflutungen betroffen zu sein. Was wir jetzt feststellen können, ist, dass Dürren in Deutschland, Hitzesommer, endlich dazu führt, dass die Debatte dazu, dass keiner mehr dieser Klimakrise entkommen kann und seinen Folgen auch wirklich bei uns angekommen ist. Und dank der weltweiten Bewegung von Schülerinnen und Schülern, von Wissenschaftlerinnen, Eltern, Großeltern, Unternehmerinnen und vieler weiterer gesellschaftlicher Gruppen, die sich für Fridays for Future eingeschlossen haben, steht die Klimakrise endlich dort, wo sie seit mindestens 3 Jahrzehnten hingehört, nämlich ganz oben auf die politische Agenda. Dank jahrzehntelangem Ignorieren, Leugnen, Verzögern, Verschleppen und Bremsen stehen wir nun vor, ich würde schon sagen, vor einem Abgrund. Die ersten Kipppunkte des Klimasystems sind wahrscheinlich schon erreicht. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die westarktische, antarktische Eisschild bereits den Punkt überschritten hat, an dem sein Abschmelzen unwiderruflich begonnen hat. Mehrere Meter Meeresspiegelanstieg sind die Folge. Auch die tropischen Korallenriffe, die als Kinderstube für einen Großteil des Lebens in den Weltmeeren dient, sind vielleicht nicht mehr zu retten. Und die Folgen und Ursachen der weltweiten Entwaldung, der Hunger nach aller Art von Rohstoffen, nach Palmöl, Soja, Fleisch und Holz, kommen endlich wieder, nachdem das schon mal gelungen war vor mehr als 30 Jahren, kommt diese Bedeutung der Wälder durch die Brände in Sibirien, in Südostasien und zuletzt in Amazonien endlich wieder ins öffentliche Bewusstsein. Nach all dem langen Vertagen, dem Zögern und Bremsen muss nun also die Notbremse gezogen werden. In historisch kürzester Zeit müssen die Volkswirtschaften auf Null Emissionen umgestellt werden, wenn wir bei 1,5 Grad mittlerer Erderwärmung landen wollen. Unsere Debatte hier heute Abend ist deshalb auch so hochaktuell, weil wir alle wissen, dass dieses Umsteuern riesige Investitionen erfordern wird. Der Wettstreit um Instrumente und um Finanzierungsquellen ist ja bereits in vollem Gange. Und es ist ein Wettstreit auch darum, was sind denn die richtigen Instrumente. Wie wollen wir eigentlich die Gelder aufbringen für neue Infrastrukturen in Mobilität, von Radwegen über Ladesäulen bis zu neuen Bahnstrecken oder überhaupt einer Bahn, die funktioniert und deren Infrastruktur endlich den Bedürfnissen ihrer Kundinnen nachkommt. Wie sanieren wir die Gebäude? Und wie
führen wir eine Energiewende fort, die ja in der Sackgasse steckt, die weit über den Strombereich, den gesamten Primärenergiebedarf erneuerbar decken muss, Speicher installieren und Netze erneuern muss. Und wir wissen, dass dieser riesige Investitionsbedarf ja nicht nur auf Deutschland zutrifft, sondern für ganz Europa eine zentrale Aufgabe ist und natürlich auch weltweit. Entsprechend groß ist der Investitionsbedarf und wie ich schon sagte, ist es gut, dass der Ideenwettbewerb dazu begonnen hat. Die Grünen haben erst in der letzten Woche ein Papier mit dem Titel »In die Zukunft investieren« vorgelegt, zu dessen Autorinnen auch Katharina Tröge gehört. Und die Union kommt jetzt mit einem Vorschlag einer Klimaanleihe um die Ecke, der gelinde gesagt recht ungewöhnlich ist. Vielleicht können wir auch diese Idee heute kurz streifen. Keine Ahnung, ob dazu Stellung bezogen werden soll. In Artikel 2.1c des Pariser Klimaabkommens haben sich die Staaten dazu bekannt, Finanzflüsse mit den Zielen des Abkommens in Einklang zu bringen. Zu diesen Zielen zählen, ich habe es schon erwähnt, unter anderem die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, unter 1,5 Grad zu bleiben. Doch die Finanzmärkte ignorieren bis jetzt komplett das Pariser Abkommen und investieren unverändert in fossile Energien. 33 globale Banken haben seit 2015 1,9 Billionen Dollar für fossile Energien mobilisiert, trotz aller Divestment-Kampagnen. Diese Zahlen steigen seit 2015 an, statt abzunehmen. Die fossilen Firmen investieren mit diesem Geld in Projekte, die nur dann profitabel sind, wenn wir die globalen Klimaziele verfehlen. Das ist offensichtlich ein Kalkül. Die Carbon Bubble, die CO2-Blase intensiver Investitionen, ist also weiter im Wachsen. Die Investitionen in erneuerbare Energien fallen dagegen in globalem Maßstab. Banken und Finanzmärkte wetten auf die Zerstörung der Lebensgrundlagen auf diesem Planeten. Und aus unserer Sicht ist es höchste Zeit, diesem kurzfristigen Profit- und Renditegebaren Einhalt zu gebieten. Klimastabilität muss vor Geldwertstabilität stehen. Denn während die Geldwertstabilität, wenn auch unter Kosten, auch sozialen Kosten, wiederherstellbar ist, ist der Verlust der Klimastabilität auf mittlere Sicht irreversibel. Und das ist auch etwas, was mir immer so wichtig ist. Wir können Demokratien erkämpfen, wir können Rechte erkämpfen, aber wir können das, was zerstört ist, nicht mehr wiederherstellen. Und mit diesem Bewusstsein ist es eben auch so wichtig, dass es Zeit wird, dass der Gesetzgeber die ökologische Stabilität in den Zielkatalog der Zentralbanken zum Beispiel aufnimmt. Das ist eine Frage, die wir ja heute Abend diskutieren könnten. Zumindest hat die EZB ja bereits den Auftrag, unter Berücksichtigung der Preisstabilität zu den Zielen der Europäischen Union beizutragen. Und Klimaschutz ist seit der Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens ganz klar ein völkerrechtlich verbindliches Ziel der Union. Weshalb wir uns gerne und heute Abend fragen möchten, wie will denn die EZB unter anderem diesen Auftrag zum Beispiel umsetzen und erfüllen? Wir wissen, Finanzmärkte gehören zu den mächtigsten Treibern moderner Gesellschaften. Sie haben 2008 die Welt an den Abgrund gebracht und wenige Jahre danach in der Folge auch Europa. Zentralbanken gehören zu den wenigen Akteuren, die dem Treiben der Finanzmärkte Einhalt gebieten könnten. Mit einem Satz des EZB-Nochchefs Mario Draghi am 26. Juli 2012 hat er die Spekulation der Finanzmärkte gegen den Euro beendet. Er versprach zu tun, Zitat, was immer nötig sein wird, um den Euro zu schützen.
Gilt das nicht auch angesichts der existenziellen Bedrohung für unsere Lebensgrundlagen, für das Klima, zu tun, was immer nötig sein wird? Und was wäre das, was nötig wäre? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute Abend beschäftigen, in den Austausch gehen mit unseren Gästen. Und bevor ich jetzt an Katharina Dröge das Wort gebe und die Einführung und die Einleitung des Abends beginnen wird mit einem Vortrag von Herrn Professor Thus, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Jörg, und deinem Team bedanken für die relativ schnell aus dem Boden gestampfte, würde ich sagen, ist es nicht, aber entwickelte diesen Abend. Danke dir, deinem Team. Ich bin mir sicher, dass es nicht der letzte Abend sein wird, wo wir uns mit der Finanzierung des Umbaus unserer Wirtschaft beschäftigen werden. Die Rolle der Zentralbanken, der Privatbanken, der staatlichen Banken spielt dabei eine große Rolle. Wir mischen uns ein als Heinrich-Böll-Stiftung in diese Diskussion. Und nun herzlich willkommen und viel Spaß heute Abend. Danke. Schön. Ja, ganz herzlichen Dank, Barbara, dass ihr diese großartige Veranstaltung organisiert habt. Und ich glaube, der hohe Zuspruch an Gästen heute Abend zeigt auch, dass ihr damit ein sehr spannendes Thema getroffen habt. Mein Name ist Katharina Dröge, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich moderiere die Veranstaltung heute Abend und möchte, bevor ich Adam Thus das Wort gebe, Ihnen kurz erläutern, wie der Abend abläuft. Als erstes möchte ich Ihnen allerdings meine Gäste vorstellen. Das ist auf der einen Seite Adam Thus. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Columbia University, Direktor des Europäischen Instituts dort. Er hat in Cambridge und hier an der FU in Berlin studiert und an der LSE promoviert. Und sein letztes Buch, was Sie vielleicht kennen, wenn Sie so vielseitig hier sind, ist Crash, wie 10 Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben. Und sein Aufsatz über die Frage, welche Rolle die Zentralbanken bei der Bekämpfung der globalen Klimakrise haben sollten, ist Ausgangspunkt der Überlegung für diese Veranstaltung gewesen. Und ich freue mich sehr, Herr Thus, dass Sie heute Abend hier sind und mit uns diskutieren. Und Adam Thus hat eben im Vorgespräch zu Barbara Unmüßig gesagt, er sei total glücklich darüber, was für ein gut besetztes, prominent besetztes Podium die Böll-Stiftung geschafft hat, einzuladen, sowohl die Bundesbank als auch das Bundesfinanzministerium mit aufs Podium zu bekommen und zu diskutieren. Und dem kann ich mich nur anschließen. Und deswegen möchte ich auf der einen Seite begrüßen Sabine Mauderer. Sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Sie ist seit September 2018 bei der Bundesbank und hat im April 2019 die Leitung für eine Arbeitsgruppe übernommen, die sich mit der Weiterentwicklung von Green Finance Instrumenten beschäftigt. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Und der dritte Gast des Abends ist Jakob von Weizsäcker. Er ist Chefökonom im Bundesfinanzministerium und seit Januar Abteilungsleiter für Grundsatzfragen und internationale Wirtschaftspolitik im Bundesfinanzministerium. Wir haben eben verabredet, den Rest der Biografie spare ich, weil es sonst zu lang würde. Er fand das vollkommen in Ordnung und ich freue mich sehr auf eine spannende Debatte. Der Ablauf des heutigen Abends ist so, dass wir jetzt als erstes einen Vortrag von Adam Thus hören werden und ich danach mit Jakob von Weizsäcker und Sabine Mauderer auf dem Podium diskutieren werde. Wir haben geplant, etwa um 21 Uhr diese Veranstaltung zu beenden, damit Sie das für Ihre weitere Abendplanung auch berücksichtigen können. Ich möchte Ihnen aber auf jeden Fall die Gelegenheit geben, mitzudiskutieren. Ich werde also auf jeden Fall darauf achten, dass es auch genug Raum für Ihre Fragen gibt. Darauf können Sie sich schon einstellen. Das ist der Ablauf des Abends und jetzt möchte ich Adam Thus auf die Bühne bitten. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Wenn man einen kurzen Aufsatz in einer amerikanischen Zeitschrift verfasst, geht man nicht unbedingt davon aus, dass man sich wenige Wochen später in Berlin auf einem solchen Podium wiederfindet, mit solchen Diskussionspartnern. Ich möchte mich also sehr bei der Heinrich-Böll-Stiftung bedanken, bei Jörg, Barbara, für die Gastfreundschaft heute Abend und bei den Kollegen, dass sie sich bereit erklärt haben, in diese Diskussion einzusteigen. Klimapolitik, Finanzpolitik und Geldpolitik hatten bis vor kurzem wenig miteinander zu tun.
Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Unsere Diskussion heute Abend ist kein Unikum, sondern findet ein Echo in der ganzen Welt. Bei der UN, im IWF und der Weltbank, in Asien und im Mittleren Osten und natürlich auch auf europäischer Ebene. Die einzige Ausnahme, Frau Madaro und ich diskutierten es eben, sind bezeichnenderweise die USA, wo angesichts der Aggressivität der Trump-Administration sich die Fed in Sachen Klimapolitik zumindest öffentlich in Schweigen hüllt. Es gibt zwei Gründe für diese neue Konvergenz. Erstens die Klimakrise selbst. Seit dem Pariser Abkommen 2015 und dem IPCC-Bericht von 2018 hat die Klimapolitik, wie wir alle wissen, eine neue Intensität gewonnen. Zweitens die Finanzkrise von 2008, die die Rolle der Finanzwirtschaft infrage stellte. Und es entspannt sich seitdem eine weitläufige Diskussion über die Rolle der Zentralbanken und der Fiskal- und Geldpolitik, die bis heute anhält und angesichts des konjunkturellen Rückgangs in der Eurozone in den letzten Monaten eine zusätzliche Aktualität gewonnen hat. Die Finanzkrise hat drei Lehren hinterlassen. Erstens, das Finanzkapital, prosaischer gesagt der Kredit, gesellschaftliche Realitäten schafft. Zweitens ist diese kreative Macht des Finanzkapitals äußerst fragil und krisenanfällig. Und drittens war in Momenten der Krise der gesamte politische und staatliche Apparat gefordert, um die Grundlage des öffentlichen und privaten Kredits wiederherzustellen. Wir sind nicht mehr in dieser akuten Krisenphase, aber die Entscheidung, die Mario Draghi heute Nachmittag ankündigte, seitens des EZBs nicht nur mit gestaffelten Zinssenkungen, sondern mit Anleihekäufen die Wirtschaft anzukurbeln oder jedenfalls es zu versuchen, ist bezeichnend. Es zeigt, wie tief die Zentralbanken mittlerweile in das alltägliche Funktionieren des globalen Finanzsystems verwickelt sind, in einer Form, die recht neuartig ist. Und die traumatische Finanzkrise hat nicht nur die wirtschaftspolitische Diskussion bis heute geprägt, sondern auch den Umgang der Zentralbankiers mit der Klimapolitik. Zumindest am Anfang dieser Diskussion, die man vielleicht mit Mark Carneys Rede von 2015 datieren könnte. Über das Problem der Finanzstabilität, des Financial Stability, haben die Zentralbankiers die Klimapolitik für sich entdeckt. Und das hat bestimmte Konsequenzen für den Ansatz. Die Frage, die die Zentralbankiers beschäftigt, ist die Frage, ob die kohlenstoffbasierte Wirtschaft nicht eine Blasenwirtschaft ist. Die größte Blase aller Zeiten sozusagen, die Blase, die seit der industriellen Revolution geblasen wird. Eine Blase, die den gefährlichen Immobilien- und Hypothekenboom der letzten Jahrzehnte weit überschattet. Baut das gesamte System der Industriewerte und der auf sie beruhenden Kredite nicht auf unhaltbare Prämissen? Droht mit der Dekarbonisierung also ein Kollaps, in dem auf einen Schlag eine riesige Entwertungs- und Liquidationsspirale in Gang gesetzt werden könnte. Noch viel größer als das, womit wir 2008 zu tun hatten. Dies ist zweifelsohne eine wichtige Frage. Aber seien wir uns im Klaren darüber, wo hier das ursprüngliche Erkenntnisinteresse lag. Die Frage war, wie die Klimakrise das Finanzsystem bedroht. Worum es nicht vorrangig ging, ist der Beitrag der Finanzwirtschaft zur Verursachung der Klimakrise. Genauer genommen geht es weniger um die Klimakrise als solche, sondern um die möglichen Auswirkungen der Klimaschutzpolitik auf die Stabilität des Finanzsystems. Das Problem aus der Sicht der Finanzmarktmanager und Bankenregulierer ist die mangelhafte Koordinierung zwischen den Märkten, den Banken und Investoren und der Politik. Befinden wir uns auf einen gut kalkulierbaren Gleitpfad in Richtung Dekarbonisierung, könnte man vielleicht davon ausgehen, dass vernünftige Investoren sich darauf einstellen würden. Das Risiko entsteht, weil die Politik zögert und der Gleitpfad alles andere als sicher ist. Und in der Zwischenzeit investieren Investoren Billionen in die fossile Energien. Dadurch entsteht eine hochlabile Situation in wirtschaftlicher, politischer und in klimatischer Hinsicht. Zu erwarten sind schlagartige politische und rechtliche Eingriffe, die eine unvorhergesehene Entwertung der fossilen Anlagen bewirkt. Und für die Krisentheorie ist diese unvorhergesehene Charakter der Verluste das Entscheidende.
Durch diese schockartigen Verluste entstehen in den Bilanzen der Investoren erhebliche unerwartete Verluste und ein Krisenpotenzial in Billionenhöhe. Wenn Sie die Finanzkrisenliteratur kennen, dann werden Sie den Namen Hyman Minsky kennen. Und Mark Carney spricht nicht ohne weiteres von einem Climate Minsky-Moment, der Moment, in dem die tatsächlichen Realitäten enthüllt werden und die Werte stürzen. Konkret, wir wissen, dass 80% der bereits bekannten Kohlevorkommen und 50% der Gas- und Erdölvorkommen im Boden bleiben müssen. Im Moment sind sie aber noch in den Bilanzen zu einem Teil, der noch berechnet werden muss. Und die Frage ist, was geschieht, wenn sie gestrichen werden? Die Antwort, die die Diskussion der Zentralbanker bisher beherrscht, ist Transparenz. Die Marktakteure müssen verpflichtet werden, sich gegenseitig über ihre Carbon Exposure, das heißt den fossilen Werten in ihren Bilanzen, zu informieren. Dann können die Risiken berechnet und entsprechend bewertet werden. Durch Transparenz entsteht Stabilität, so das Kalkül. Um den grünen Überzeugungen der Zentralbankiers, und es geht hier wirklich nicht um persönliche Meinung, sondern um eine bestimmte Diskursstruktur, aber um den grünen Überzeugungen der Zentralbankiers gerecht zu werden, muss man natürlich dazu sagen, dass sie wohl erwarten, dass bei einer solchen Offenlegung weitere Investitionen in fossile Geldanlagen zurückgefahren werden. Das heißt, Transparenz ist keine reine Stabilitätspolitik, sondern eine Dekarbonisierung. Politik auf Umwegen. Aber ob Transparenz wirklich diese Wirkung erzeugt, hängt davon ab, welche Annahmen Investoren über die Zukunft der Klimapolitik und des technologischen Wandels machen. Das optimistische Szenario ist, dass Märkte eine mit Nachdruck und Ausdauer verfolgte Energiewende in ihre Planungen einbauen. Dadurch entsteht ein unaufhaltbares technologisches Momentum in Richtung erneuerbare Energien, deren Kosten auf ein so niedriges Niveau fallen, dass sie alle anderen Energieformen verdrängen. Dekarbonisierung rentiert sich einfach. Die Nachrichten hinsichtlich der Kostenkurven bei Solar- und Windenergie sind neuerdings wirklich dramatisch. Sie sind die Trumpfkarte in einem triumphalistischen Diskurs des grünen Kapitalismus. Aber ist dieses Szenario tatsächlich realistisch oder reden wir uns nur Mut zu? Viele Investoren beschränken sich bekanntermaßen auf kurze Horizonte und sehen in Anlagen wie Exxon und Glencore nach wie vor attraktive Werte. Wenn Saudi Aramco demnächst an den Markt geht, sollte es dazu kommen, werden Fonds in der ganzen Welt sich um die Aktien reißen. Die Politik hat dagegen bisher wenig Klarheit geboten. In Momenten, in denen die erneuerbaren Energien an Wucht gewannen, hat man sogar das Fuß vom Gas genommen. Ob das aus technischen, politischen oder interessensgeleiteten Gründen geschah, ist weniger wichtig, als dass dadurch Unsicherheit erzeugt wird. In großen Teilen der Weltwirtschaft, in den USA, Brasilien, Russland, Saudi-Arabien, vielen Schwellenländern Asiens, kann von einem klimapolitischen Konsens nicht mal ansatzweise die Rede sein. Und die fossile Industrie ist kein zahmes Rind, das sich zur Schlachtbank führen lässt. Sie wehrt sich mit allen Mitteln gegen die Dekarbonisierung. Die Ergebnisse lassen sich in den Investitions- und Emissionsstatistiken ablesen, die bereits zitiert worden sind. Die Weltwirtschaft schwimmt momentan im Geld. Kein Wunder also, dass sich die Green Bonds mittlerweile zu erheblichen Dimensionen angewachsen haben. Wenn das nicht geschehen wäre, müsste man sich wirklich an den Kopf fassen. Aber bei den tatsächlichen Investitionen in erneuerbaren Energien sieht es anders aus. Sie stagnieren auf dem Niveau von 300 Milliarden Dollar pro Jahr, viel weniger als wir brauchen. Währenddessen erheblich größere Summen in die fossile Energien fließen in das gesamte Pipeline. Die Banken, die das vermitteln, sind vor allem amerikanisch, japanisch und chinesisch. Das entspricht mittlerweile auch dem Mächtegleichgewicht im globalen Bankensystem. Aber auch europäische Akteure sind dabei. Diese Schieflage zeigt die Grenzen des auf Transparenz und Offenlegung basierten Ansatzes. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eine Kreditpolitik, die nicht nur die grünen Investitionen befördert. Wir müssen die fossilen Investitionen abbremsen, wenn nicht stoppen. Sie erzeugen nämlich eine Fahrtabhängigkeit, das sogenannte Lock-in, das wir uns angesichts der verkürzten Zeithorizonte, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, einfach nicht mehr leisten können. Die Zentralbanken haben dazu in dem klassischen Instrumentarium der Bankenregulierung mehr als genug Mittel, um den Kreditspielraum entsprechend zu verengen. Man kann höhere Reserven und Kapitalforderungen stellen und ein Ratingsystem fördern, das nicht nur grüne Bonds belohnt, sondern braune stigmatisiert. Die Zentralbanker mögen versucht sein, sich gegen diese Forderungen zu wehren.
sie sogar als Zumutung zu betrachten. Sie mögen versucht sein zu sagen, dass eine Industriepolitik mit klimapolitischer Ambition nicht ihre Aufgabe ist. Diesen Standpunkt hat Herr Weidmann klar vertreten. Er besteht auf die Geldwertstabilität als einziges legitimes Ziel oder als Hauptziel zumindest der Zentralbankpolitik. Und als die EZB 2015 mit dem Ankauf von Wertpapieren begann, tat sie es unter dem Vorbehalt der Neutralität. Das heißt, die Markteingriffe der Zentralbanken sollen die freie Preisbildung möglichst wenig verzerren. Und auch Frau Mauderer hat sich neulich auf dieses Prinzip berufen. Und ich denke, es muss zum Knackpunkt unserer Diskussion gehören, diese Frage der Neutralität aufzugreifen und durchzudiskutieren, was da alles verpackt ist in dieser Vorstellung. Denn zu diskriminieren ist im Geschäft mit Anleihen eigentlich normal. In vielen Ländern werden zum Beispiel Immobilienkredite in Bankbilanzen besonders behandelt, staatliche Kredite sowieso. Für das EZB hieß Neutralität konkret, sich an den Rankings der Ratingagenturen zu orientieren. Die Ratingagenturen wiederum beziehen einen Großteil ihrer Autorität aus der privilegierten Stellung, die ihnen von Zentralbanken anerkannt wird. Das Finanzsystem basiert also nicht auf Naturgesetzen, sondern auf einem Gesellschaftsvertrag unter Insidern. Das heißt nicht, dass die Ratingsprädikate willkürlich verteilt werden. Das ist nicht mein Punkt. Nach anderen Kriterien zu verfahren, würde unbestreitbar neue Anreize, aber auch neue Risiken schaffen. Es gibt wirklich Kosten hier in einer Diskussion dieses Prinzips. Aber man sollte nicht meinen, dass man sich durch Neutralität solchen Risiken erspart. Was die Neutralität momentan bewirkt, ist, dass das Portfolio der von den Zentralbanken aufgekauften Wertpapiere den Status quo der fossilen Wirtschaft widerspiegelt. Man enthält sich effektiv der Stimme. Man setzt ganz normal auf Klimakatastrophe. Die Zentralbanken warten auf den Markt und sie warten auf die Politik. Sie sei sehr für grüne Bonds, sagte Madame Lagarde vor wenigen Tagen vor dem Europäischen Parlament, aber die Führung bei der Energiewende muss bei der Politik liegen. Und damit hat sie sicherlich recht. Und es ist gerade deshalb besonders dankenswert, dass Herr Weizsäcker heute Abend auch dazu gekommen ist, weil dieses Problem der Rollenverteilung zwischen Zentralbanken und Finanzministerium eigentlich die zentrale Frage sein muss. Die klassischen Instrumente der Fiskalpolitik sind tatsächlich gefordert. Wir brauchen staatliche Ausgaben für Investitionen in Infrastruktur und Forschung und Ausbildungsmaßnahmen, um auch über den Arbeitsmarkt die Entkarbonisierung voranzutreiben. Wir brauchen Subventionen, zum Beispiel für Gebäudesanierung und die neue Verkehrsinfrastruktur. Wir brauchen Steuern auf CO2. Wir brauchen Steuern auf CO2. Ich werde das wiederholen. Das sind zweifellos die besten Mittel, die Energiewende voranzutreiben. Und es ist eine große Aufgabe. Das BDI hat die Größenordnung mit 1,5 bis 2,3 Billionen Euro für Deutschland alleine bis 2050 beziffert. Das sind Investitionen von 1,2 bis 1,8% des Bruttosozialproduktes jährlich. Das sind riesige Summen, aber für eine Volkswirtschaft der Größe der Bundesrepublik vollkommen machbar. Selbst im Rahmen der Schuldenbremse kann ein Großteil davon bewältigt werden. Darüber hinaus sind rechtliche und finanztechnische Fantasie und politischer Mut gefragt. Aber angesichts der bizarren Zustände auf den globalen Anleihenmärkten kann es kein Ding der Unmöglichkeit sein, jährlich 30 bis 50 Milliarden Euro zu mobilisieren, und zwar zu sehr, sehr günstigen Konditionen. Es gibt eine fast unersättliche Nachfrage nach sicheren Anlagen. Viele privaten Firmen in der Eurozone vergeben Anlagen mit negativen Renditen. Welche Mengen an Anleihen Deutschland vergeben müsste, um die Rendite für Bundesanleihen auf 2,2% zu treiben, ist eine nicht uninteressante Frage, aber man vermutet, dass die Summe höher als 50 Milliarden ist. Angesichts der Ergiebigkeit des Kapitalmarktes im Moment könnte man sich in Deutschland eine konzertierte klimapolitische Arbeitsteilung dermaßen vorstellen, dass die Zentralbank im Kreditmarkt mit allen Mitteln gegensteuert, während die aktivistische Seite der Energiewende vom Finanzministerium angetrieben wird. Das würde für Deutschland reichen, vermutlich, und es wäre schon reichlich. Der teure und klimapolitisch desaströse Kohlekompromiss zeigt, welche Herausforderungen selbst einer solchen Politik gesetzt sind. Aber die Klimakrise ist keine nationale Herausforderung.
Sie ist eine europäische und globale. Die Mehrinvestitionen allein auf europäischer Ebene belaufen sich ohne Deutschland auf mindestens 150 Milliarden Euro jährlich. Nicht alle genießen wie Deutschland das Vertrauen der Kapitalmärkte. Nicht alle werden in der Lage sein, die Investitionen auf nationaler Basis zu mobilisieren, Jahr ein, Jahr aus. Und damit sind wir leider wieder bei den altbekannten Fragen der Eurozone. Es wird gemeinsame Verantwortung und Solidarität nötig sein, um die Energiewende auf EU-Ebene zu meistern. Die neue Kommission und Madame Lagarde haben bereits angedeutet, in welche Richtung sie gehen wollen. Ein Green New Deal wird versprochen. Mit Draghis Ankündigung heute steht die Frage eines Green QE im Raum. Was das nun im Detail bedeutet, wird zu diskutieren sein. Man kann über Sonderhaushalte, Fonds und Bürgschaften reden. Aber im Allgemeinen geht es bei allen solchen Konstrukten darum, die letztinstanzliche Kaufkraft des EZB als föderales Machtzentrum der Eurozone für die Unterstützung von grünen Investitionen in erheblicher Größe zu mobilisieren. Wiederum sind Fantasie und technisches Know-how gefragt. Aber es geht auch hier um politische Grundsatzentscheidungen. Mit seinen Worten von Juli 2012 hat Draghi ein historisches Zeichen gesetzt. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes. Und dann, believe me, it will be enough. Es geht darum, dieses aktivistische Verständnis der Geldpolitik als Machtmittel der EU zu bejahen und fortzuentwickeln. Und es wäre für Europa ein Desaster, würden die Bundesbank und das Bundesministerium der Finanzen ihre mächtigen Stimmen dagegen erheben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie sollen wir uns... Ja, vielen Dank. Ist das jetzt? Super. Vielen Dank, Adam Tooze, für diesen sehr spannenden und leidenschaftlichen Vortrag. Und wir haben beide Bilder sprachlich, ein aktivistisches Finanzministerium im Kampf gegen die Klimakrise und auch aktivistische Zentralbanken als Bild sehr gut gefallen. Und mit diesen beiden Bildern möchte ich jetzt auch beginnen und meine erste Frage an Sabine Maudra stellen. Angesichts dessen, was Adam Tooze geschildert hat, was er denkt, was die Rolle von Zentralbanken im Kampf gegen die globale Klimakrise sein könnte, fände ich es wichtig, wenn Sie einmal erläutern könnten, was tun die Zentralbanken eigentlich heute schon und was von dem, was Adam Tooze beschreibt, glauben Sie, wäre auch noch machbar, vielleicht als Erweiterung aus Ihrer Sicht auf Basis des bestehenden Mandates und wo sehen Sie vielleicht Grenzen des Mandates, weil darüber werden wir heute Abend mit Sicherheit diskutieren. Ja, vielen Dank. Ist das Mikro an? Hören Sie mich? Super. Ja, erstmal vielen Dank. Ein interessanter Aufschlag. Ich hatte aber den Aussatz schon gelesen. Insofern wusste ich ein bisschen, was mich heute erwartet. Ich würde ganz gerne anfangen damit mit den Gemeinsamkeiten. Ich glaube, das ist immer positiver, wenn wir mal gucken, was verbindet uns so ein bisschen. Und ich kann sagen, dass wir Zentralbanken, der überwiegende Teil der Zentralbanken, jedenfalls die europäischen Zentralbanken und auch die Bundesbank, das Thema Klimawandel als das aktuell größte Risiko für die Menschheit sieht. Und vor dem Hintergrund ist uns ganz klar, es muss gehandelt werden. Die Erkenntnis alleine, die reicht nicht mehr. Das heißt, wir müssen handeln und zwar jetzt. Wir müssen handeln, heißt, dass wir dringend politische Entscheidungen brauchen. Wir müssen handeln, heißt auch, dass jeder von uns einen Beitrag leisten muss, eben auch die Zentralbanken. Ein paar Zahlen wurden schon genannt. Ich finde, eine, die mich immer sehr, sehr aufrüttelt, ist die Schätzung der OECD, die sagt, knapp 7 Billionen US-Dollar
7 Billionen, also das ist eine Zahl, mit denen wahrscheinlich nicht viele von uns zu tun haben, jährlich braucht es an Investitionen, um unsere Klimaziele zu erreichen und die Erderwärmung auf ein Maß zu halten, mit dem wir glauben, noch leben zu können. Das ist eine gigantische Summe. Und für mich zeigt diese Summe, dass der Staat alleine das nicht kann, sondern dass wir öffentlicher Sektor und privater Sektor muss zusammen handeln. Staatliches Handeln ist aber erforderlich. Bevor ich aber zu den staatlichen Investments komme, die ich auch für erforderlich halte, ist für mich die eigentliche wegweisende Entscheidung die, dass CO2 Geld kosten muss. Und zwar zunächst müssen wir mal eine politische Entscheidung darüber gefällt haben, wie bepreisen wir diese Emissionen. Wie Sie das machen, das ist Aufgabe der Politik, nicht der Zentralbanken. Mir wäre nur wichtig dabei, dass das Ganze auch soziale Belange berücksichtigt. Denn nur wenn wir, das lassen Sie mich noch kurz sagen, wenn wir schaffen, quasi alle, die gesamte Gesellschaft mitzunehmen, können wir auch wirklich lenken. Denn für mich ist das Bepreisen oder Pricing sozusagen das Kernelement, um die Gesellschaft, um auch Unternehmen und Finanzwirtschaft zu lenken und zu steuern. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich ausschließlich davon ausgehe, dass nur die Regierung zu handeln hat. Ich sehe natürlich ganz klar auch eine Aufgabe bei den Zentralbanken und auch bei mir selber als Vorstandsmitglied der Bundesbank. Für uns Zentralbanken ist Klimarisiko ein sehr großes finanzielles Risiko. Sie alle kennen die Waldbrände in Kalifornien 2018. Versicherungen schätzen, dass alleine diese Waldbrände, mal von dem menschlichen Leid mal ganz abgesehen, einen guten zweistelligen Milliardenbereich Zahl gekostet haben. So. Das ist einleuchtend, dass wir wahrscheinlich in sehr naher Zukunft noch sehr viel weitreichendere Klimakatastrophen sehen wollen. Es ist einfach nur mal eine Idee, um zu verstehen, warum wir als Zentralbank einfach wach werden bei solchen Risiken. Das ist das eine Risiko, das wir sehen. Das ganz große Risiko, was wir aber über diese freien physischen Risiken noch sehen, ist das sogenannte Transitionsrisiko. Das Transitionsrisiko, ich glaube, du hast es ein bisschen angesprochen, ja, heißt ja im Prinzip, dass die Gesellschaft, vor allen Dingen die Unternehmen und auch die Finanzwirtschaft, sich nicht rechtzeitig auf den Wandel nicht nur der Gesellschaft, sondern der ganzen Umwelt und des Lebens umstellt und auf einmal ein shocking Moment ansteht, dann auch verbunden mit Finanzschocks, der sie vor vollendete Tatsachen und leider auch vor Insolvenzen und anderen fatalen Entwicklungen stellt. Das kann insbesondere auch dann passieren, wenn wir etwa gesetzliche Regelungen haben, politische Entscheidungen, die Geschäftsmodelle, Industriezweige oder Technologien einfach den Chaos machen. Ja? Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass auch Unternehmen, einschließlich Finanzwirtschaft, von uns auch und insbesondere von der Politik auch gelenkt wird. Ich sage noch mal ein Wort, Finanzrisiko. Das hört sich so an, wie ja, damit ist ja so eine Zentralbank eigentlich vertraut. Wir haben ja viele Finanzrisiken. Aber bei diesem Risiko haben wir eine ganz große Besonderheit. Ein Klimarisiko ist neu. Das ist eine große Unbekannte für uns. Das heißt, was wir aktuell nicht haben, wir haben keine Erfahrungswerte. Wir wissen, es ist ein enorm hohes Risiko, aber wir wissen nicht, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt sich das materialisiert. Und vor diesem Hintergrund haben wir diese Erkenntnisse, hatten andere Zentralbanken auch, und wir haben uns vor 20 Monaten mit 8 anderen Zentralbanken zusammengeschlossen und ein Netzwerk gegründet, das heißt Network for Greening the Financial System. Wir sind, um uns zusammenzutun und zu beratschlagen, was müssen wir tun, was ist unsere Aufgabe und wie managen wir die. Wir haben in diesen 20 Monaten 42 neue Mitglieder. Also wir sind jetzt echt eine ganz große, leider, du hast es angesprochen, für die USA. Und es wäre sehr wichtig, dass sie auch dabei wäre. Die Türen sind offen, aber aktuell werden sie nicht durchschritten. Was wir da machen, das können, wenn das im Publikum interessiert, wir geben sehr konkrete Empfehlungen an Zentralbanken aus, wird aber jetzt zu weit führen. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was machen wir denn zu Hause eigentlich, wir als Bundesbank konkret?
Genau, und damit Blick auf die Zeit müssten wir dann darauf kommen, wo sind die Unterschiede zwischen Ihnen. Weil okay, vielleicht mal ganz kurz, was machen wir zu Hause? Also erstmal sind wir Fiskalagent des Bundes und der Länder. Wir verwalten, sind also sozusagen Vermögensverwalter. Und das ist eine stattliche Summe, es ist also ein sehr hoher zweistelliger Milliardenbereich. Und was wir erkennen, ist aktuell, dass sehr viele Mandatsgeber, insbesondere auch Bundesländer, auf uns zukommen und uns bitten, das nachhaltig anzulegen. Und die Tendenz dazu steigt signifikant. Also es stimmt mich schon mal positiv. Das Zweite, was wir tun, ist, klang auch durch, Bankenaufsicht. Wir sind als Bundesbank zusammen mit der BaFin zuständig für die Beaufsichtigung von Banken. Und was wir da erwarten, und es wird in diesem Jahr noch auch ein, wir nennen das Merkblatt, aber eigentlich sind das Erwartungen, die die Aufsicht an die Banken hat, herausgeben von der BaFin, wo sehr konkret ausgestaltet wird, was erwarten wir von den Banken mit Blick auf Klimarisiken. Und was wir erwarten, ist konkret, dass die Banken ihre Klimarisiken kennen, dass sie also genau wissen, Klimarisiken der Banken sind ja eigentlich die Klimarisiken ihrer Kunden. Das heißt, wem geben sie Geld und was für ein potenzielles Risiko haben die? Und welche Supply Chain hat der Bankkunde? Ja, das heißt, was wir verlangen ist, dass die Banken selber gucken, wie sie ihre Finanzströme auch ausrichten. So, letzter Punkt ist Finanzstabilität. Wurde schon angesprochen. So, und jetzt wird hier neben mir schon jemand nervös und möchte gerne den Unterschied haben, weil das alles so harmonisch ist für so eine Panel-Diskussion. Ne? Und ich glaube, der Unterschied bislang auch noch nicht verständlich ist fürs Publikum. Das, ja, den habe ich auch noch gar nicht skizziert. Genau, deswegen wäre es super. Genau. Also, dein Vorschlag ist ja in der, ich sage es in a nutshell, würde ich mal, habe ich das jetzt so verstanden, dass dein Ansatz ja quasi ist, zu sagen, naja, da kann ja die Bundesregierung Schulden machen, aber es läuft nicht über den Staatshaushalt, sondern da gibt es ja noch eine Notenbank und die kann ja quasi die Schuldscheine dann und die Wertpapiere zur Emission dieser Investments in sehr großem Umfang auch dann übernehmen. Ich will hier gar nicht die Diskussion über Mandat starten. Sie haben es ja angebracht. Klar, das Mandat, aktuelle Mandat der Europäischen Zentralbank und auch der Bundesbank ist Preisstabilität, flankiert mit anderen von dir genannten Zielen. Aber das ist erstmal so. Das heißt, wenn man das rein mal faktisch formal betrachtet, ist es so, wäre nicht gedeckt. Wurde richtigerweise gesagt. Kann man ändern, man kann auch die Unabhängigkeit zur Disposition. Ich wäre da sehr vorsichtig, ne? Aufgrund von historischen Erfahrungen, gerade auch in Deutschland. Es hat den Grund, warum man die Zentralbanken entkoppelt von den Regierungen und sie nicht an wiederkehrenden Wahlen und Wahlversprechen bindet. Und das hat einen Grund und dieser Grund hat sich eigentlich nicht geändert. Und wir sehen auch heute noch, wir brauchen gar nicht so weit weg zu gucken, manchmal muss man über den Atlantik gucken, manchmal nicht, dass wir auch aktuell sehen, wie wichtig es ist, dass Zentralbanken unabhängig von wechselnden Regierungen sind. Das hat einen großen, großen Wert. Und das wäre mir auch wichtig. Und das würden wir mit dem Beispiel schon ein bisschen durchmischen. So. Aber der für mich eigentliche Grund ist, warum ich die Grenze hier überschritten sehe, ist die demokratische Legitimation. Für mich ist es ganz wichtig, wovon wir jetzt sprechen, sind ja gigantische Summen. Ich will nicht sagen, dass das nicht zu managen ist und zu stützen ist und ich will auch nicht sagen, dass es nicht erforderlich ist. Es ist aber schon ein gigantisches Volumen. Und das heißt für mich, dass diese Entscheidung, so gigantische Volumen auch in die Hand zu nehmen, ein gesellschaftliches Thema ist. Das braucht eine demokratische Legitimation. Da muss die Gesellschaft dahinter stehen. Sie alle werden das absolut befürworten, aber sie sind aktuell noch nicht in der Mehrheit. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass eben die Gesellschaft dahinter steht. Wenn Sie das nun aber über eine Zentralbank laufen lassen und nicht über den Staatshaushalt, dann obstruieren Sie es einer Institution, die eben unabhängig ist und die vor ihrem Tun genau nicht diesen, vor ihrem einzelnen Tun, genau diesen demokratischen Prozess, den es erfordert, nicht voranstellt. Und deswegen ist für mich es sehr problematisch, es solche Investitionen nicht über den Staatshaushalt laufen zu lassen. Ich hoffe, die Unterschiede sind klar geworden. Super, vielen Dank.
Da kann ich direkt an Jakob von Weizsäcker mit einer Frage anschließen. Wenn ich mir die kritische Frage, darf ich erlauben, die Politik der Bundesregierung so anschaue, dann müsste es für die Bundesregierung doch eigentlich eine elegante Lösung sein, wenn die Zentralbanken jetzt ein Stück der Bekämpfung der Klimakrise übernehmen, weil ich die Bundesregierung gerade nicht so wahrnehme, dass sie das unbedingt selber machen möchte. Also Peter Altmaier beispielsweise hat jetzt den Vorschlag gemacht einer Klimastiftung, wo er auch eher die Privaten ins Boot holen möchte und die Probleme der Finanzierung so löst, dass der Staat, glaube ich, über die Steuern die Zinsen zahlt. Das heißt, die Bundesregierung sucht ja auch nach Alternativen. Ist dann der Vorschlag von Adam Tooze vielleicht doch etwas eleganter? Ich kann das nur unterstreichen, was Frau Maurer gerade gesagt hat. Es ist natürlich so, wenn es Missstände gibt auf der Welt, wenn es Missstände gibt, zum Beispiel bezüglich des Umgangs mit dem Klimawandel, und man frustriert ist, dann kommt sehr schnell die Sehnsucht bei einigen nach starken Männern und Frauen, die die Probleme lösen, vielleicht bei anderen, bei intellektueller Geprägten, die Sehnsucht sozusagen im altgriechischen Sinne nach Philosophenkönigen, vielleicht dem Philosophenkönig Mario Draghi, der, obwohl man die politischen Mehrheiten nicht organisiert hat, dann durch Zauberhand die Probleme löst. Und ich habe den Eindruck, einer der Gründe, warum wir heute hier zusammengekommen sind, ist, um uns zu vergegenwärtigen, dass es diese Sehnsucht aus nachvollziehbaren Gründen gibt, aber dass die Sehnsucht ein bisschen gefährlicher ist. Also die Idee, dass man sagt, man geht nicht über das Parlament, sondern über den EZB-Rat und versucht damit, das globale Klimaproblem in den Griff zu bekommen. Ich kann das nachvollziehen als Wunschvorstellung, aber ich halte es für gefährlich und im Kern undemokratisch. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass die Zentralbanken die Dinge tun, auch im Zusammenhang im Übrigen mit dem Klimawandel, für die sie da sind. Und die Regierungen und die europäische Ebene und hoffentlich auch in der internationalen Zusammenarbeit wir politisch das zu tun, wofür wir da sind. Und um ganz klar zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, dafür sind Zentralbanken da. Die sind eben nicht nur für Geldstabilität da, die sind zum Beispiel auch für Finanzmarktstabilität da. Und in dem Zusammenhang gibt es ein ganz klares Mandat, nicht nur Stresstests zu machen für die Frage, was passiert, wenn die Immobilienpreise sich ein bisschen ändern, sondern auch Stresstests zu machen für die Frage, was passiert eigentlich, wenn sich die CO2-Preise ändern, wofür sie ja zu Recht plädieren. Aber es reicht nicht zu sagen, die Politik, die muss dann irgendwann die CO2-Preise erhöhen, muss sie unbedingt. Ich meine, wir werden jetzt im Klimakabinett am 20. September hoffentlich erfahren, was genau der Plan ist, um im sogenannten Non-ETS-Bereich, das ist der Bereich, wo wir kein europäisches Emissionshandelssystem haben, eine CO2-Bepreisung einzuführen. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Wir sind noch nicht beim 20. September, schauen wir mal, was rauskommt. Aber es ist die Aufgabe der Zentralbank zu überlegen, was passiert denn mit Bankbilanzen? Was passiert mit Finanzmarktstabilität, wenn CO2-Preise sukzessive so gesetzt werden, dass beispielsweise die Ziele des Pariser Abkommens auch eingehalten werden? Das ist klar verortet und da braucht es keine neuen demokratischen Entscheidung, sondern das müsste man heute eigentlich tun. Das ist eine Frage von Stresstesting. Das ist nicht die Idee, dass man sagt, wenn man es nicht hinbekommt, klimaschädliche Investitionen teurer zu machen durch CO2-Bepreisung, dann muss man irgendwie klimanützliche Investitionen am Parlament vorbei, an Ihnen vorbei sozusagen, dann über die Zentralbank billigst finanzieren. Das ist sicherlich keine gute Idee, genauso wie es im Übrigen keine gute Idee ist, zu versuchen, im Parlament dafür zu sorgen, dass Klimainvestitionen besonders teuer werden. Es gibt ja solche Vorschläge, wo man sagt, der Marktzins für den Staat ist heute minus 0,5% ungefähr für 10-jährige Anleihen. Manchmal ist es auch, schwankt ja ein bisschen, manchmal ist es auch minus 0,7, aber 0,5%. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, na lass uns doch, weil wir so großzügig sind und so großes Mitleid haben mit dem Sparer, 2,5 Prozentpunkte mehr bezahlen. Ja, das geht so, man kann das natürlich machen. Nur das hätte zur Konsequenz, wenn Sie jetzt über 10 Jahre rechnen, dass Sie 25% kumulativ mehr bezahlen für Ihre Umweltschutzinvestition, als es sein muss.
wenn wir riesen Klimainvestitionsaufgaben vor uns haben, das ist zweifelsohne der Fall, was ist dann in Gottes Namen der Grund, das künstlich 25% teurer zu machen? Also da muss man dann sehr aufpassen, was man genau entscheidet. Mir kam es jetzt in Antwort auf Ihre Frage in erster Linie darauf an, nochmal die Rollenverteilung klarzustellen, die ich ausgesprochen wichtig finde. Und die Sehnsucht nach Philosophenkönigen finde ich nachvollziehbar, aber letztlich gefährlich. Vielen Dank. Vor allen Dingen für mich als Parlamentarierin auch zu der klaren Aussage hinsichtlich der Zinsen. Aber jetzt gab es sowohl von Jakob von Weizsäcker als auch von Sabine Maudra ja ein zentrales Argument, wo ich Sie bitten würde, Herr Thus, darauf einzugehen. Das war die Frage der demokratischen Legitimation. Das war ja von beiden der Hauptpunkt und das würde mich als Parlamentarierin natürlich auch bewegen. Ja, Sie werden nicht staunen, dass ich mich darüber freue, dass wir uns in diesem Punkt so einig sind. Mein Vorschlag geht natürlich nicht in die Richtung, dass jetzt die Zentralbank eine gewisse Weise eine fiskalpolitische Diskretion bekommt. BlackRock hat in letzter Zeit mit EEG gespielt, gewisserweise eine vorlegitimierte Zuweisung an fiskalpolitische Kraft an die Zentralbanken bereitzustellen für Krisenfälle. Das wäre nach Ihren Vorstellungen demokratisch prälegitimiert gewisserweise als Vorrat. Und die Skizze, die ich vorgelegt habe, würde in keinem Fall bedeuten, dass die Zentralbank gewisserweise unabhängig agiert hier. Jedenfalls nicht in dem Hauptpunkt, mit dem ich geschlossen habe. Es geht darum, wie man über die letztinstanzliche Kaufkraft der Zentralbank die Kapitalmarktgängigkeit von Anlagen ermöglicht, die durch auf politischem Weg, auf normalem politischem Weg entschieden worden sind. Können Sie da ein konkretes Beispiel für bringen? Das heißt, wenn die Eurozone oder der EU ein Investitionsfonds für grüne Anlagen in entsprechender Größe auflegt und die politischen Probleme der Lastenteilung, die natürlich sehr, sehr, sehr schwerwiegend sind, überwunden sind, besteht immer noch die Frage, wie diese Papiere an den Markt gebracht werden, und zwar zu günstigen Konditionen. Und da spielt die Bereitschaft der Zentralbank als Käufer in letzter Instanz zu dienen eine nicht unwesentliche Rolle. Und das wäre die Rolle des EZB, nicht jetzt proaktiv von sich aus gewisserweise eine gestaltende Investitionspolitik zu betreiben, in diesem Sinne, in dem Sinne einer massiven Investitionsplanung, die eigentlich, wie ich gesagt habe, beim Finanzministerium liegen sollte. Im deutschen Fall sind die Kapitalmarktkonditionen im Moment so günstig, dass das im Grunde auf normalen fiskalpolitischen Weg gehen muss. Es ist aber nicht der Fall für die eher gestressten Mitglieder der Eurozone. Wo die Zentralbankiers im Moment bereits eine sehr große Diskretion ausüben, ist gerade in diesem Prozess der Einordnung verschiedener privaten Anleihen für mögliche Kollateralzwecke bei der Zentralbank oder im Zuge des Asset Purchase Programms, also die Anleihen, die von der EZB gekauft werden. Da übt die Zentralbank bereits eine Diskretion aus, die ist eine eigenmächtige Entscheidung, besteht bereits und die wird begründet mit diesem Prinzip der Neutralität. Und dieses Prinzip der Neutralität ist an sich aber schon sehr wertbehaftet. Das heißt, man übernimmt die Ratings der Ratingsagenturen, baut sie ein in die Entscheidungsprozesse und diese Struktur gilt. Das ist eine Status Quo-Politik mit nicht unerheblichen Auswirkungen. Und die Frage ist, ob die Zentralbank nicht ermächtigt werden könnte, das könnte unter anderem auch auf Rechtsweg laufen, diese Politik zu verändern. Denn im Grunde besteht bereits eine Entscheidungsmacht bei den Zentralbanken in dieser Hinsicht. Das sind also zwei voneinander getrennte Aspekte. Aber es liegt mir ganz fern, jetzt für die Zentralbank gewisserweise die Übernahme fiskalpolitischer Mächte zu befürworten. Das wäre in der Tat undemokratisch. Herr von Weizsäcker hatte sich dazu gemeldet und Frau Mauderer auch, denke ich.
Sie werden schneller. Ich fange mal an mit dieser Idee Zentralbank als Lender of Last Resort, die Institution, die Geld leiht, wenn es niemand anders mehr tut. Das ist Last Buyer. Ja, Buyer oder Länder, wenn man, also sagen wir mal, wenn man Anleihen kauft, dann ist man im Effekt natürlich ein Lender of Last Resort. Und wir hatten das Thema vor gar nicht allzu langer Zeit in der Euro-Krise, wo die Frage war, wie geht man damit um, dass man eigentlich gesagt hat, die Geldpolitik soll nicht durch die Hintertür Staatsfinanzierungen und dann auch noch selektiv erledigen. Und die Art, wie wir das Problem gelöst haben, also der Vertrag von Maastricht hatte behauptet, das Problem gibt es gar nicht, kann es gar nicht geben, weil alle Länder sich immer so verhalten werden, dass der Notfall nie eintritt. Und wenn der Notfall eintritt, dann dürfen die Länder auf keinen Fall gerettet werden, was aber unglaubwürdig war. Und was man dann gemacht hat, man hat gesagt, das darf nicht die Zentralbank unmittelbar tun. Wir müssen den sogenannten Rettungsschirm, den ESM, schaffen, der kontrolliert wird. Von wem? Nicht vom EZB-Rat, sondern von den Parlamenten. Ein kleines, als früherer Europaparlamentarier, ein kleiner Konstruktionsfehler aus meiner Sicht. Ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn man in diesem Schritt gleich gesagt hätte, das Europäische Parlament spielt da auch eine Rolle. Aber darauf, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Genau dieselbe Logik, deshalb habe ich sie vorgestellt, müssen wir aus meiner Sicht auch zur Anwendung bringen, wenn es die Fantasie gibt, das EZB-System, die Bundesbank kann da ja gar nicht eigenständig handeln, sondern wir reden am Ende über das EZB-System, in dem die Bundesbank ein wichtiger Teil ist. Die Fantasie besteht, das EZB-System dazu zu bringen, auf jeden Fall alles, was sich grüne Bonds nennt, aufzukaufen. Haben wir ein ähnliches Problem, ein vergleichbares Problem. Deshalb würde ich da dringend empfehlen, staatliche Finanzinstitute dazwischen zu schalten, die parlamentarisch kontrolliert sind. Und das Gute ist, wir haben ja bereits solche Finanzinstitute. Zum Beispiel früherer Arbeitgeber von Frau Mauder, die KfW, ist ein solches Finanzinstitut. Die Europäische Investitionsbank ist ein solches Finanzinstitut. Es sind übrigens beide Banken, die eine Pionierrolle übernommen haben. Soweit ich informiert bin, die EIB hat 2007 den ersten Green Bond emittiert, die KfW 2014. Beide haben ein Riesenportfolio inzwischen an Klimainvestitionen aufgehäuft. Es gibt sogar regelrecht Ziele bereits, dass man sagt, zum Beispiel, man will mindestens 25% der Kreditneuvergabe soll in Klimainvestitionen gehen. Das heißt, man hat Institutionen, die sauber demokratisch legitimiert sind und kontrolliert durch die Parlamente, durch die normale Politik, die die Zentralbanken dann davor schützen können, entweder in der Euro-Krise in die unangenehme Lage zu kommen, über das Wohl und Wehe eines einzelnen Staates zu entscheiden. Das muss politisch entschieden werden. Und genauso die unangenehme Lage verhindern, wo dann eine Zentralbank über das Wohl und Wehe einer einzelnen Anleihe beispielsweise entscheiden müsste. Das wäre möglicherweise nicht klug. Deshalb wäre meine dringende Empfehlung, zwischenzuschalten, in dem Fall staatliche Investitionsbanken, die durchaus einen wichtigen Teil der Rolle übernehmen können, die Herr Thus erwähnt hat. Können Sie sich Ihre Antwort noch merken, Ms. Frau Mauderer auch? Genau. Ja, das ist gut. Also ich glaube, es würde keinen Sinn machen, weil wir sind völlig d'accord. Insofern, ich glaube, unser Kernargument ist, für uns ist einfach wichtig, dass wir hier sauber trennen zwischen der Institution, die aktuell das Mandat der Preisstabilität hat und eben unabhängig ist und nicht Teil des Parlaments ist oder der Regierung ist. Das würde ich jetzt ungern wiederholen. Wo ich großes Interesse habe, weil in Ihrer Überschrift heißt es ja auch, Aufgabe der Finanzwirtschaft und der Zentralbank. Über die Finanzwirtschaft haben wir kaum gesprochen, mal am Rande. Und das wäre für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir auch über die Aufgabe der Finanzwirtschaft sprechen. Denn die lenken signifikante Größen, die Finanzströme. Ja? Und wenn wir die Finanzströme nicht in die nachhaltige Richtung lenken, dann haben wir ein großes Thema. Und insofern, das wäre mir nochmal wichtig, dass wir, wenn du gleich geantwortet hast, da vielleicht nochmal den Schwenk machen, würde ich auch gerne den Aufschlag machen. Mhm. Ich,
ich bin wiederum, wir sind uns leider zu sehr und zu viel in zu vielen Punkten einig. Das ist so langweilig. In der Zwischenschaltung des KfW steht hinter des KfW nicht dann im Grunde dann in letzter Instanz doch die Zentralbank. In dem Sinne, dass diese zwischengeschaltete Struktur tatsächlich eine Vermittlung erlaubt, und zwar eine parlamentarische Kontrolle, aber dann wiederum selbst die Rückendeckung der Zentralbank in Anspruch nehmen kann. Das ist jedenfalls das Modell, das mir mit diesem Vorschlag vorschwebte. Okay. Wenn Sie da nochmal ganz kurz darauf erwidern, und dann würde ich Ihnen auch die Möglichkeit zum... Ich kann das ganz schnell sagen. Also im Kern geht es um die Frage, wer entscheidet, in welche Projekte investiert wird und in welche nicht. Und da ist es wichtig, dass das nicht die demokratisch dafür nicht legitimierte Zentralbank tut, sondern Institutionen, die dafür demokratisch legitimiert sind. Also die Allokationsentscheidung darf auch nicht durch die Hintertür von den Zentralbanken getroffen werden, sondern muss durch diese vorgeschalteten Institutionen getroffen werden. Und wenn Sie dem zustimmen, sind wir uns einig. Ich glaube, da ist gar kein Diskurs. Ich glaube einfach, worum es mir geht, ist, dass wenn Sie nicht über den Staatshaushalt gehen, Sie eigentlich nicht, die Entscheidung ist kein Teil der demokratischen Legitimation. In dem Moment, wo Sie es anders finanzieren, machen Sie es durch die Hintertür. Und das ist einfacher, aber damit können wir den gesellschaftlichen Wandel nicht herbeiführen. Mit Blick auf die Zeit. Sie wollten noch einmal zum Thema Finanzwirtschaft sprechen. Ich wollte noch mit Ihnen über die öffentlichen Investitionen sprechen. Und dann möchten Sie mit Sicherheit auch noch Fragen stellen. Genau. Deswegen will ich vielleicht nochmal einen Blick, weil es kommt ja auch immer wieder, Mensch, ihr müsst mehr grüne Anleihen kaufen etc. Ich kann nochmal darin erinnern, es ist erfreulicherweise so, dass wir bei den grünen Anleihen, also Anleihen, die quasi sich als nachhaltig oder das, was sie finanzieren, als nachhaltig angeben, dass das wächst. Aber aktuell ist von allen Anleihen, die emittiert werden weltweit, nur 1% grün. Ja. Das ist natürlich bitter wenig, und da müssen wir auch ganz, ganz viel machen. Und insofern, unsere Forderung auch der Zentralbanken ist ganz klar, um auch, wir könnten zum Beispiel über das Corporate Bond Programm, also dieses Anleihenprogramm vielleicht für die Allgemeinheit, ist gegliedert in verschiedene Programme. Und ein Programm ist natürlich auch ein sogenannter Corporate Bond, also Unternehmensanleihen. Und es wird ja immer wieder gesagt, warum macht ihr das nicht grün und so weiter. Das ist eine andere Frage. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass eben, wo wir auch wirklich mehr machen können, ist, wenn der Markt grüner wird. Ja? Wenn der Markt grüner ist, dann kann auch die Zentralbank diese Entwicklung spiegeln. Na, dann können wir marktneutral sein und genau das spiegeln, was sich am Markt tut. Ja? So, ich habe jetzt noch eine Frage an Herrn von Weizsäcker, und dann möchte ich fürs Publikum öffnen. Und zwar wurde jetzt ganz viel über die Zentralbanken gesprochen, aber alle waren sich einig, ohne staatliche Investitionen geht es nicht. Und da gibt es ja auch eine große Debatte in Deutschland drüber, woher kommt das Geld für Investitionen in entsprechendem Ausmaß? Und da würde ich an Sie nochmal die Frage stellen, welche Ideen gibt es in der Bundesregierung, worüber können Sie schon sprechen, an Investitionsbedarfen in Klimaschutzinvestitionen, und was ist mit der Frage auch kreditfinanzierter Investitionen? Barbara Unmüßig hat unser Papier zum Thema schuldenfinanzierte Investitionen erwähnt. Aus unserer Sicht, grüne Sicht, ist das notwendig für die entsprechenden Volumina? Wie sehen Sie das? Also ich fand das ein gutes Papier, was Sie da geschrieben haben. Ich fand das einen wichtigen Denkanstoß, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. In der Einleitung hat Barbara Unmüßig ein paar Zahlen auch genannt, die Dimension der Herausforderung. Und jetzt ist natürlich, wenn man darüber redet, dass beispielsweise 1 Billion oder sogar mehr in den kommenden 15 Jahren in die Energiewende investiert werden muss, ist ganz klar, dass ein großer Teil davon durchaus zu Recht schlicht privatwirtschaftlich erfolgen wird und erfolgen muss. Und dann gibt es einen Teil davon, ich taxiere diesen Teil auf deutlich weniger als 10%, der wird staatlich erfolgen und muss staatlich erfolgen. Wenn man das irgendwie versucht, es gibt ja dann immer so Fantasien, man kann alles irgendwie Public-Private Partnership machen, dann wird es in der Regel sehr teuer und sehr schlecht. Und dann gibt es einen Bereich, der sitzt da irgendwie dazwischen. Da ist es echt eine politische Entscheidung, wie will man es machen? Und ich will mal ganz konkret werden. Wir haben an einer Stelle, glaube ich, auch eine fragwürdige politische Entscheidung getroffen,
unsere Hochspannungsnetze sind ganz überwiegend in privater Hand, aber sind so reguliert, dass sie eine komplett risikofreie, sehr hohe Verzinsung an die privaten Investoren geben. Nicht? Das wird staatlich reguliert. Das, man tut so, als wäre das was Privates, aber jeder von Ihnen zahlt dann diese aus meiner Sicht etwas überhöhten Renditen dann zu Hause an der Stromrechnung und dann regen sich Leute auf. Das heißt, die, glaube ich, größte Frage im Zusammenhang der Energiewende, die jetzt vor uns steht, ist, was sollten wir einfach privat geschehen lassen mit entsprechenden Anreizen, CO2-Preisen, manchmal Förderung, manchmal Ordnungspolitik. Da soll man auch nicht zu dogmatisch sein. Hauptsache, es funktioniert am Ende. Was sind die Dinge, die muss unbedingt der Staat tun? Was sind die Kernkompetenzen des Staates? Und wie bewegen wir uns in dieser Grauzone in einer Art und Weise, dass es nicht zu teuer wird? Das ist, glaube ich, die Kernaufgabe. Wenn wir das sauber erledigen, dann stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie finanzieren wir das? Und in dem Zusammenhang ist natürlich immer eine ganz wichtige Frage, welche Generation soll wie viel sozusagen aus dem laufenden Haushalt finanzieren und welche Generation soll beispielsweise profitieren, ohne dafür zu zahlen oder soll, weil dann die Infrastrukturen da sind, dann dafür zahlen? Und das ist letztlich die Frage, welche Dinge finanzieren wir aus dem laufenden Haushalt? Und welche Dinge finanzieren wir über Verschuldung? Und das ist eine Diskussion, der man sich selbstverständlich dann auch stellen muss. Nur damit anzufangen, zu sagen, ja, wir haben jetzt diese Riesenzahlen aus irgendwelchen Studien und das müssen wir auf jeden Fall alles staatlich machen und auf jeden Fall alles schuldenfinanziert machen, das ist im Übrigen dankenswerterweise auch nicht der Vorschlag der Grünen. Das wäre auch nicht mein Vorschlag. Für das Ministerium kann ich in dem Zusammenhang nicht sprechen. Aber ich kann darauf verweisen, dass am 20. September in der Bundesregierung ein sehr wichtiger Termin stattfindet, nämlich das Klimakabinett, wo genau zu diesen Fragen CO2-Bepreisung, Investitionen, ordnungspolitische Maßnahmen und natürlich auch die Frage, was ist privat und was ist staatlich, ganz wichtige Weichenstellungen geplant sind. Herzlichen Dank. Ich sehe jetzt auch schon die erste Wortmeldung. Gibt es mehrere Wortmeldungen? Und es gibt genau die Dame hier, läuft mit dem Mikro rum. Ich würde immer versuchen, Männer und Frauen abwechselnd dran zu nehmen und ein paar Fragen zu sammeln. Der Herr mit der Mütze, genau, hatte sich als erster gemeldet. Die Dame hier in Orange dann vielleicht als zweite. Das ist so ein bisschen sportlich für Sie. Und bitte kurze Fragen stellen. Das wäre super, damit möglichst viele von Ihnen drankommen. Ja, Martin Sisilski, mein Name. Vielen lieben Dank für die umfangreichen Informationen. Ich glaube, man hat wieder mal gemerkt, wie anspruchsvoll doch das Thema ist. Ich arbeite gerade auch hier mit der Kollegin an einem Geldcomic, was es so auch noch nicht gibt, leider, weil die Bildung, die Geldbildung ja leider auch nicht so wichtig gesehen wird. Stichwort Demokratie und Informationen, wie sie verbreitet sind. Ich habe eine ganz konkrete Frage und zwar so einen kleinen Elefanten, der im Raum ist, meines Erachtens. Wo sind eigentlich die 1%? Bei all ihren Diskussionen. Also spätestens seit Occupy weiß man ja, es gibt die 1%, die sehr viel Vermögen besitzen und die am Ende eigentlich auch entscheiden, wo was investiert wird oder nicht. Und ich empfinde die Debatte so, als dass wir darüber diskutieren, welche tollen Produkte könnte man für diese 1% bauen, dass sie doch endlich mal willentlich sind, umzuschichten. Weil all das, worüber Sie sprechen, haben wir hier alle keinen Einfluss. Keiner. Mhm. Auf die Summen nicht. Und deswegen meine Frage, wo sind eigentlich die Reichen, die Superreichen, die institutionellen Anleger, die eigentlich die Gelder verwalten und haben, weil es geht nicht darum, um die Staat. Also ich meine, wir wissen alle, wo die Gelder eigentlich sind. Mhm. Aber die Frage ist, warum spielen die bei all dem, was Sie gesagt haben, gerade gar keine Rolle? Alles klar, ganz herzlichen Dank. Dann sind Sie jetzt mit der nächsten Frage dran und dann mache ich da weiter. Danke. Bianca Dehnfeld, können Sie bei Ihrer Interpretation der Neutralität mal erklären, welche Legitimation die Zentralbanken haben, ein Finanzsystem zu finanzieren, was das Klima zerstört? Also in den verschiedenen Aufgaben, die Sie wahrnehmen, also in Ihrem Portfolio, in quasi in allen Zentralbankfunktionen. Sie sind ja nicht neutral. Wenn Sie klimaneutral wären, könnte ich das verstehen. Aber Sie wirken ja in eine Richtung vor allem. Dankeschön. Jetzt der Herr und dann noch die Dame und dann machen wir eine Antwortrunde. Der Herr in Schwarz da vorne. Ich beschreibe Sie jetzt noch Farben. Ja. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich kenne Ihre Namen alle nicht. Ja, Matthias Kroll vom World Future Council.
Ich habe eine Frage an Herrn von Weizsäcker und Frau Maurerer. Die haben gesagt, das ist undemokratisch, wenn die Zentralbank Finanzierungsaufgaben übernimmt, die eigentlich nur das Parlament machen soll und da quasi Investitionen übernimmt. Richtig, gutes Argument, aber wie kann man sich auch gut vorstellen, dass das Parlament sagt, okay, liebe Zentralbanken, helft uns doch mal bei der Finanzierung, macht doch mit. Dann wäre es wieder demokratisch, weil da haben wir eine demokratische Legitimation vom Parlament. Das Parlament sagt, ihr dürft das machen, also nicht ihr sollt es machen, das muss ja unabhängig bleiben, aber ihr dürft es machen, also bitte kauft Green Bonds, die zum Beispiel emittiert werden können von den Entwicklungsbanken, von der EIB, von der KfW etc. Die emittieren die Bonds, am besten irgendwie ein Standard, dass man sagen kann, okay, ist irgendwie marktneutral, wunderbar. Und dann werden die teilweise aufgekauft von den Zentralbanken. Da kann man sich nur schreiben, wie viel und nach welchem Schlüssel. Aber wenn das Parlament vorher sagt, der Weg ist okay, dann ist er voll demokratisch. Dann kann ich nicht nachvollziehen, warum Sie jetzt gesagt haben, dass Sie undemokratisch. So, Dankeschön. Alles klar, herzlichen Dank. Und dann noch die Dame in Schwarz-Weiß. Und dann machen wir eine Antwortrunde. Monika Stemmer, ich verstehe das demokratische Argument sehr gut. Und zum einen sehe ich aber das Problem darin, dass es ja eine demokratische Art der Geldschöpfung gibt. Und das ist die Geldschöpfung des souveränen Staates in Form der Staatsverschuldung. Das Problem ist aber, dass die Staatsverschuldung in den letzten Jahrzehnten dermaßen dämonisiert wurde, dass es diesen Weg eben nicht einfach gehen kann. Und gerade auf europäischer Ebene haben Sie ja auch sehr richtig festgestellt, viele europäische Staaten haben überhaupt nicht den Spielraum für diese Investitionen. Und in dem Sinne möchte ich Sie fragen, vielleicht gerade Sie, Frau Maurerer, glauben Sie wirklich, dass es eine absolute Schuldenhöhe gibt in Prozent, die man angeben kann, ab der Staatsschulden wirklich ein Problem sind? Oder hat nicht vielleicht die Modern Monetary Theory doch recht, dass der Staatsschuldenstand an und für sich kein guter Indikator für irgendetwas ist? Und dann habe ich noch eine Frage, das ist natürlich jetzt eine rhetorische einerseits, aber ich habe noch eine ganz praktische. Ist es richtig, dass bei der Erstemission von Staatsanleihen immer mit Zentralbankgeld bezahlt wird? Vielen Dank. Das waren jetzt 4 Fragen. Ich würde sagen, Adam Tooze fängt an. Wir machen einmal die Runde hier auf dem Podium, weil Fragen an alle gestellt wurden. Und dann nehme ich die nächsten dran. Ich würde ehrlich gesagt möglichst schnell die Antworten meiner Kollegen hier hören. Es waren beides Fragen, die ich versucht habe zu stellen. Und es ist mir wohl nicht gelungen, sie scharf genug zu formulieren. Das ist in der Tat die Frage. Die Neutralität hat de facto den Effekt, dass die Zentralbanken große Portfolios an CO2-schwere Industrieanlagen kaufen. Und es ist mir nicht klar, warum eine Zuweisung durch demokratische Instanzen legitimiert von bestimmten Autoritäten an Zentralbanken, um in indirekter Weise genau diese vermittelnden Institutionen der Finanzierung zu ermöglichen und im Kapitalmarkt gängiger zu machen, warum das gegen Prinzipien der demokratischen Ordnung verstoßen sollte. Frau Maurerer. Ja, also es waren ja so viele Fragen. Ich versuche mal der Reihe nach oder jedenfalls möglichst viele abzudecken. Ich glaube, die erste Frage spielte darauf an, dass sehr viel Vermögen bei sehr wenigen Menschen in der Bevölkerung an sich ist. Und die Frage, wie man diese, wenn ich das richtig interpretiere, dazu bewegt, eben den Teil, den wir erwarten, quasi auch zu übernehmen. Natürlich kann ich niemanden verpflichten, nachhaltig anzulegen. Ich weiß aber von den ganz großen Vermögensverwaltungsgesellschaften, wir nennen das ja Asset Manager der Welt, ich nenne jetzt mal BlackRock, ich weiß aber auch in Deutschland DWS, die Franzosen Almundi, die haben Probleme quasi, die Nachfrage an nachhaltigen Investment zu decken, weil die Nachfrage so gigantisch ist. Und ich weiß, dass einige Häuser versuchen, möglichst irgendwie etwas nachhaltig hinzubekommen, weil sie wissen, es gibt riesige Vermögen, die vererbt werden an die Millennials. Das dauert nicht mehr so lange.
Und die ganzen Asset Manager sind darauf aus, genau die, deren Werte, die nämlich sich enorm wandeln, zu adressieren. Und daraus erkennen wir eine enorme Nachfrage an nachhaltigen Anleihen. Und das ist das, was wir, deswegen wollte ich, vielleicht ist es nicht so gelungen, aber was extrem wichtig ist, dass wir diese Imbalance zwischen Nachfrage und Angebot, die müssen wir angehen. Leute bereit sind, haben wir das Mikro abgestellt, oder? Ja. Das würde ich nicht. Ach, der Bundestag. Ah, okay. Also da müssen wir hin. Ja, das ist wirklich, ich könnte jetzt eine Stunde einen Vortrag halten, wie kommen wir dahin, dass wir mehr nachhaltige Angebote haben, dann wird mein Mikrofon abgestellt. Ich sage Ihnen nur mal ein paar Beispiele oder ein paar Sachen. Transparenz und vor allen Dingen, wir haben noch gar nicht das Wort hin, wir müssen auch definieren, was ist denn für uns eine wirtschaftliche Aktivität, wo wir sagen, das ist nachhaltig. Wenn wir das nicht klar definiert haben, weiß keiner, wo er sein Geld wirklich nachhaltig reinsteckt. Das ist enorm wichtig. Jetzt fange ich mal an, ich komme ein bisschen durcheinander. Vielleicht nochmal das Auseinanderpflücken der demokratischen Legitimation zwischen, Mensch, da trifft doch der Bundestag die Entscheidung oder die Bundesregierung und die Zentralbank, die müssen ja nur zahlen. Und dann ist das doch eigentlich demokratisch legitimiert. Für mich ist etwas nur demokratisch legitimiert und das sehen Sie übrigens ja auch daran, wie hart die Debatten über den Bundeshalt und die Bundesverwendung ist. Worum geht es denn eigentlich bei den Haushaltsdebatten? Es geht immer darum, wofür verwenden wir als Staat, was ist uns so wichtig, dass wir den größten Teil unserer Mittel für verwenden. Und wenn das nicht tun, dann ist das für mich keine gesellschaftlich akzeptierte Maßnahme. Und deswegen würde ich nicht trennen zwischen der Entscheidung und der Finanzierung. Neutralität war das Stichwort und Sie helfen mir gleich nochmal auf die Sprünge. Ne? Ich will ja keiner Frage ausweichen. So, also Neutralität. Es klang quasi ein bisschen der Vorwurf durch, die Zentralbanken würden mit ihren großen Anleihekäufen, vielleicht nochmal im Raum, ich weiß nicht, wie sehr das bekannt ist, aber seit einigen Jahren kauft die EZB, aber nicht nur die EZB, auch andere Notenbanken. Neben der Zinspolitik haben sie weitere Instrumente und dieses Instrument ist eben der Ankauf von Anleihen, überwiegend Staatsanleihen. Und um Ihnen mal eine Idee davon zu geben, in welcher Größenordnung wir hier sprechen, allein im Eurosystem haben wir aktuell 2,6 Billionen Euro an Anleihen gekauft. Also es ist eine signifikante Hausnummer. Und heute Nachmittag hat ja der EZB-Rat die Entscheidung bekannt, dass das sogar noch ausgedehnt wird. So. Und jetzt kommen natürlich Sie mit der Frage an und sagen, ihr habt so eine Marktmacht und ihr verhaltet euch nicht nachhaltig, weil ihr Sachen ankauft, die Sie oder andere eben oder vielleicht auch ich, also nicht per se nachhaltig empfindet. So muss man erstmal wissen, dass von diesen 2,6 Billionen 2,1 Billionen Staatsanleihen sind. Ja? Das Programm, das Sie ansprechen, da geht es eigentlich nur um die Anleihekäufe von Unternehmen. Das ist also ein relativ kleiner. Ja, aber ich erkläre Ihnen ja gerade das Programm. Wenn Sie sagen quasi, ja, nehmt doch das Geld, was ihr ausgebt, in die Hand, dann muss man natürlich gucken, was kaufen wir denn? Ne, darum geht es ja. Und dann kann ich Ihnen nur erklären, der überwiegende Teil ist eben, sind Staatsanleihen, ja. Und da, wo Sie quasi Klimaneutralität fordern, das ist ein kleinerer Teil, da ist es aber und der Disput zwischen Ihnen und den Zentralbanken liegt bei diesem anderen Anteil darin, dass wir sagen, wir wollen den Markt nicht beeinflussen, wir wollen marktneutral sein. Und Sie sagen, wir haben aber so eine große Marktmacht, bitte nutzt das auf und kauft eben grün. Und ich kann nur dazu sagen, dass es da auch unter Zentralbankern auch unterschiedliche Ansätze gibt. Ja, lass uns mal. Klar. Ja. Einfach weitergeben. Noch ja, okay. Eine. Ist noch eine Frage nicht beantwortet, aber Sie sind die Moderatorin. Genau, mit Blick auf die Zeit müsste ich einfach. Es waren noch so viele Fragen, deswegen Herrn von Weizsäcker einfach noch mal das Wort geben. Vielleicht machen Sie es uns in der zweiten Runde noch mal, damit wir noch eine Runde an Menschen dran nehmen können. Wunderbar, danke.
Ich wollte vielleicht tatsächlich eine Frage noch mal herausgreifen, nämlich die Frage, warum geht man nicht einfach ins Parlament und ändert das mit der Unabhängigkeit der Zentralbanken? Ich könnte mir ja sagen, das ist dann demokratisch legitimiert und dann ist alles gut. Dann macht Frau Mauderer oder wahrscheinlich eher die EZB das, was wir von ihr wollen. Wo ist das Problem? Und da gibt es ein Problem. Und ich werde mal versuchen, ich will jetzt nicht zu ökonomisch werden, aber ich werde mal versuchen, das ein bisschen zu beschreiben. Ich bin glücklicherweise kein Raucher, aber die Raucher unter Ihnen werden vielleicht mal beobachtet haben, dass einige sich nicht Riesenvorräte an Zigaretten besorgen, sondern immer eine Packung kaufen und dann hoffen, dass sie irgendwann leer ist und dann vielleicht ein bisschen weniger rauchen und dann kaufen sich vielleicht die nächste Packung. Es gibt Leute, die kaufen sich auch keinen riesen Schokoladevorrat, sondern vielleicht eine Tafel und dann ist die irgendwann leer, um sich selbst zu zügeln, wenn man so will. Wir haben auch in einem anderen Bereich, der durchaus relevant ist, um sich selbst zu schützen vor zum Beispiel gefährlichen Süchten nach Medikamenten, haben wir Verschreibungspflicht von Medikamenten. Und auf ähnliche Art kann man sagen, haben wir gesagt, wir sorgen dafür, dass das Gelddrucken gemacht wird von Leuten, die im Wesentlichen dafür bezahlt werden, dass eine Geldwertstabilität im Sinne von nicht zu viel Inflation, aber auch nicht null Inflation eingehalten wird. Das ist eine Art Selbstbindung des Staates. Und das kann man natürlich aufgeben. Genauso wie man sagen kann, ich kaufe jetzt einfach ganz viel Schokolade und ist mir doch egal. Man kann auch sagen, was heißt hier verschreibungspflichtige Medikamente? Es gibt ja Länder, da gibt es Riesenkatastrophen, weil man also zu leichtsinnig mit gefährlichen Medikamenten umgeht. Und deshalb sage ich nicht, dass das demokratisch nicht möglich wäre. Das wäre demokratisch legitimiert. Ich glaube nur, wenn wir etwas intensiver darüber nachdenken, stellen wir fest, die Verschreibungspflicht von Medikamenten ist gar nicht so dumm. Und auch die Unabhängigkeit von Zentralbanken in dem eben beschriebenen Sinne ist gar nicht so dumm. Und wenn der Staat möchte, dass Umweltinvestitionen gemacht werden, dann muss er vielleicht doch besser andere Wege finden. Aber, und da komme ich gar nicht so sehr auf das Portfolio der Zentralbank zurück, sondern die Bankaufsichtsfunktion. Ich finde schon, dass auch unabhängig von Gesetzesänderungen Zentralbanken und in dem Fall insbesondere der SSM, das ist die Europäische Bankenaufsicht, sehr viel gezielter die Portfolios von Banken stresstesten muss auf sehr realistische und in politischen Zielen bereits sehr verankerten Umwelt- und Klimazielen. Also Frau von der Leyen, die neue, neue Kommissionspräsidentin, hat erklärt, sie will einen Plan vorlegen, wie bis 2050 die EU klimaneutral wird. Dann ist es natürlich auch eine Aufgabe, und zwar ohne Gesetzesänderung und ohne Eingriff in die Unabhängigkeit, dass dann die Bankenaufsicht sagt, okay, also wenn das die Reise ist, dann wollen wir doch mal schauen, ob nicht im Portfolio allerlei Risiken schlummern, die Finanzstabilität bedrohen, wenn Frau von der Leyen das hinbekommt, was sie stolz ankündigt. Und in dem Sinne gibt es natürlich auch im jetzigen Gesetzesrahmen, trotz Unabhängigkeit der Zentralbank, die ich für richtig halte, eine hohe Verantwortung, die Dinge, die wir politisch machen müssen, aus der Sicht der Aufgaben, die die Zentralbanken nun mal haben, vernünftig zu durchdenken. Und da steht man an einigen Stellen erst am Anfang. Insofern gibt es da auch eine Verantwortung, aber die Unabhängigkeit abzuschaffen wäre aus meiner Sicht wirklich falsch. Ganz herzlichen Dank. Ich nehme nur noch Leute dran, die noch nicht dran waren. Sie sind als erstes dran und das Mikro, ich sollte vielleicht so ein bisschen regional clustern, damit Sie nicht immer so rennen müssen. Der Herr mit dem weißen T-Shirt, und da ich aber als nächstes eine Frau dran nehmen will, mussten Sie dann wieder dahin laufen. Ja, hallo, Max Hauser mein Name. Und zwar habe ich eine Frage, wir haben recht viel geredet über öffentliche Investitionen, aber ich würde noch mal ganz gerne ein bisschen mehr erfahren über die Desinvestitionsseite, also quasi auch die Lenkungsfunktion, von der Sie geredet haben. Wie kommen wir dazu, fossile Energien nicht mehr da rein zu investieren? Und da würde ich ganz gerne von Ihnen ein paar Maßnahmen hören, also mehr so diese technokratische Sache, die ja die letzten paar Jahrzehnte gemacht worden ist, also möglichst wenig Eingriff bis sehr radikal. Da möchte ich mal irgendwie hören, was Sie da für Ideen haben, wie man desinvestiert.
So, die Dame da hinten war als nächste dran, die mit dem Türkisen, genau, dort. Wenn Sie noch ein bisschen länger Zeit haben, nehme ich noch ein paar mehr dran. Regine Richter, ich wollte genau daran anknüpfen. Und zwar, wir haben jetzt sehr viel über grüne Investitionen gesprochen, aber Adam Tooze hatte ja auch gesprochen über praktisch das, dass braune Investitionen diskriminiert werden sollten. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, also wenn ich meine Rechnung richtig gemacht habe, sind bei den Anleihekäufen immer noch 500 Milliarden, die praktisch in Anleihen gesteckt werden. Und es gibt ja praktisch nicht nur die Geschichte zwischen, also das, was, es gibt alles und es gibt grün, sondern es gibt grün und sehr braun und wahrscheinlich auch noch was dazwischen. Und da wäre eben einfach der Punkt, was wird gemacht, um, oder dieser Punkt, Diskriminierung von braunen Anleihen oder braunen Investitionen, was passiert da eigentlich an dem Punkt? Danke. Vielen Dank. Jetzt der Herr hier vorne mit den schwarzen Haaren. Uli Forbes vom SOAS Center for Sustainable Finance, University of London. Eine Frage an Adam Tooze. Sie haben Madame Lagarde schon erwähnt. Sie hat schon hingewiesen darauf, dass sie die EZB begrünen möchte weiter. Wenn Sie einen Wunsch hätten für eine Maßnahme, was wäre das? Und ganz kurz an Herrn von Weizsäcker, wann sehen wir deutsche Green Bonds? So, der Herr da hinten, der an der Scheibe steht. Der an der Scheibe steht. Sven Stammer, guten Tag. Es wurde ja vorhin schon mal erwähnt, dass der Privatsektor in dieser Sache auch mit ins Boot geholt werden muss. Ganz konkrete Frage. Angenommen, ein Unternehmen steht vor der Entscheidung, wir können jetzt nachhaltiger werden, klimaneutraler. Allerdings ist da auch die Angst im Raum, dass diese Investitionen voll nach hinten losgehen, auch in Hinsicht auf Konkurrenz und dann Arbeitsplatzverlust und wie auch immer. Was würden Sie einem Manager in solchem Unternehmen, der vor dieser Entscheidung steht, auf den Weg geben als Empfehlung? So, ich habe mich jetzt gerade entschieden, ich nehme noch zwei Fragen von Ihnen, dann haben Sie einfach eine längere Antwortrunde, aber es ist jetzt die letzte Fragerunde, weil wir sonst völlig überziehen. Der Zeitplan war ja 21 Uhr. Hier vorne ist noch eine Frage. Mir wurde 21 Uhr gesagt von dem Veranstalter. Ich orientiere mich an den Angaben des Veranstalters, ich moderiere hier nur. Also. Alles klar, dann habe ich die Verantwortung jetzt abgegeben. Nein. Gut, dann machen wir jetzt erstmal eine Antwortrunde, weil sonst, dann haben wir noch mehr Zeit. So. Nee, wir machen jetzt erstmal eine Entschuldigung, wir machen jetzt erstmal eine Antwortrunde. Ich hätte nur viele Fragen dran genommen, wenn wir hiermit die letzte Runde gemacht hätten. So, wir machen es diesmal so rum. Herr von Weizsäcker, Sie fangen an. Ich möchte... Also da, wieso sind Sie eigentlich, haben Ihr Mikro verloren? Verschlampt. Achso, das Saalmikro, alles klar. Sie haben gut aufgepasst. Ja, ich will mal mich versuchen am Thema sozusagen, wie kann man die braunen Investitionen zurückdrängen? Und ich meine, die eine Beobachtung ist ganz klar, wir müssen eine CO2-Bepreisung einführen. Aber jetzt speziell bezogen auf die Finanzwirtschaft, müssen wir die Bilanzen von Finanzmarktakteuren stressen auf zukünftige CO2-Bepreisung, auf zukünftige Verbote. Ich meine, nehmen wir das Beispiel in Deutschland, Kohleausstieg 2038, Atomausstieg 2022. Und wenn man da irgendwie Dinge im Portfolio hat, die so tun, als wäre das nicht der Fall, ja, dann ist das ein Fall für die Bankenaufsicht. Und das kann man heute schon machen. Und das könnte man auch mit dem heutigen gesetzlichen Rahmen stärker machen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was diskretionär auch mehr betrieben werden sollte. Aber der Gesetzgeber kann da natürlich auch massiv helfen. Es gibt eine Diskussion über die Frage, sollte man jetzt für grüne Investitionen vielleicht Finanzmarktrisiken in Kauf nehmen? Da bin ich so ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn Sie mir sagen, wie wäre es denn, wenn man für braune Investitionen einen Brown Penalizing Factor, sozusagen einen braunen Bestrafungsfaktor, dass man einpreist, damit ist es sowieso bald vorbei. Bald habt ihr Stranded Asset, wenn Sie so wollen. Adam Tooze hat es wunderbar beschrieben als die größte Blase der Menschheit, die fossile Blase. Das in dem Sinne auch in den Rahmenbedingungen, der Gesetzgeber vorgibt, noch stärker zu betonen,
und explizit zu machen, das hielte ich ganz klar für einen Schritt in die richtige Richtung. Damals haben wir das auch im Europaparlament ein bisschen versucht und es gibt also weiterhin Dynamik in diese Richtung. Aber muss es dann machen, das hilft dann auch dem Disinvestment und weil die Frage unmittelbar an mich gestellt war, wie ist das mit den deutschen Green Bonds? Wir haben glücklicherweise heute schon im Bundeshaushalt relativ viele Aufgaben, die man unmittelbar auch als grün bezeichnen könnte. Das heißt also, im Prinzip könnte man übermorgen sagen, naja, ein Teil des Geldes, was wir uns leihen, ist also zugeordnet gedanklich irgendwelchen Ausgaben, die dem, der Umwelt und dem Klima dienen und dann machen wir das einfach. Für uns spielt natürlich eine Rolle, wir sind ja gerade in einem Prüfungsprozess, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, da hinten, genau. Wir sind in einem Prüfungsprozess, wo wir uns einfach ganz praktisch angucken, wenn wir das machen, da haben wir eine hohe Bereitschaft, wie würde das denn aussehen? Und insbesondere sozusagen die alte Frage nur etwas anders formuliert, was hätte das für Auswirkungen auf unsere Finanzierungskosten? Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, die werden dann noch besser, weil es vielleicht Leute unter den 1% gibt, die sagen, grüne Anleihen kaufen wir noch lieber, dann denke ich, werden wir zu dem Ergebnis kommen, das machen wir jetzt auch bald mal. Aber der Prüfungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. So, Frau Mauderer, und wir geben mal. Ja, also vielleicht nochmal zum Thema Deinvest. Ich glaube, das war hier vorne und dann die Frage ja auch, was kann man eigentlich Unternehmen raten? Wir als Bundesbank geben ja grundsätzlich keinen Rat, aber ich finde, beides hat eigentlich ganz große Zusammenhänge. Deinvestment hängt immer auch mit der Frage zusammen. Für mich ist es gar nicht immer nur die Frage, also es hängt zusammen damit, wohin gehen denn auch die Finanzströme? Denn wenn die Finanzströme, die sind ja im Flow, die wechseln sich. Und worauf es für mich ankommt, ist, dass wir eben verstärkt sehen, dass Investitionen von nicht nachhaltigen Anlagen in Anleihen in nachhaltige Anleihen gehen. Und dafür brauchen wir eben die sogenannte Taxonomie. Ich weiß nicht, ob einigen von Ihnen dieser Begriff was sagt. Das heißt, die Definition von Nachhaltigkeit bei wirtschaftlichen Aktivitäten. Und Sie fragten, wie weit das ist und auch ein bisschen technischer. Also es gibt ja auf EU-Ebene schon den ersten Entwurf von so einer sogenannten Technical Expert Group. Und was mir an sein 500 Seiten Papier, wo einzelne wirtschaftliche Aktivitäten ganz genau auch bewertet werden. Was mir an dem Papier gefällt, ist, dass es von Experten geschrieben wurde. Warum gefällt es mir? Weil die Gefahr, dass quasi Partikularinteressen dabei berücksichtigt werden, ein bisschen ausgeklammert wird. Und das, glaube ich, ist ein sehr, sehr guter Ansatz, wenngleich natürlich das Ganze den demokratischen Prozess durchlaufen muss. Ja, aber ich glaube, als erster Aufwurf ist das schon mal ganz gut. Gut. Und Adam Tooze. Ich werde versuchen, auf diesen Punkt des Disinvestment zurückzukommen, der von Herr von Weizsäcker sehr produktiv aufgegriffen worden ist. Ich bin gefragt worden, was ich Christine Lagarde als Empfehlung machen würde. Da fühle ich mich ehrlich gesagt als Historiker überfragt, aber trotzdem, sie erbt von ihrem Vorgänger ein Anleihe-Ankaufprogramm, das heute angekündigt worden ist und wohl nach vorne hin offen ist. Und es scheint mir mit den Versprechungen der Kommission, mit den Pariser Abmachungen nicht vereinbar, dass innerhalb des Anteils dieses Programmes, das unternehmerische Anleihen betrifft, die Anleihen von hochkarätigen europäischen Ölfirmen nach wie vor die Rolle spielen werden, die sie bisher gespielt haben. Und ich habe die Zahlen so ungefähr im Kopf, aber ich glaube, Frau Mauderer, dass der Anteil der Ölfirmen, der integrierten großen europäischen Ölfirmen an den bereits gekauften Bestand ungefähr 10% entspricht. Das heißt, es ist ein nicht unwesentlicher Anteil dieser Ankäufe betrifft tatsächlich wirklich hartgesottene fossile Industrie. Und wenn wir diesen langfristigen Horizont ansetzen, den Herr Weizsäcker erwähnt hat, wenn wir davon ausgehen, dass diese Commitments ernst genommen werden müssen, dann haben diese Anteile längerfristig keine Zukunft als Teil dieses Programmes und man muss dieser Industrie ein Auslaufmodell bieten,
unter dem gewisserweise ihr Ausschluss aus diesem Programm, sei es über verschiedene Penalty-Versionen oder andere Mechanismus, angekündigt wird. Das heißt, es ist klar, dass dort die EZB nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Das widerspricht dem Prinzip der Neutralität in ganz herber Weise. Es spiegelt nicht den Markt wider, aber es würde eine gewisse Weise Gemeinsamkeit des EZB mit den angekündigten Programmen der Kommission andeuten und signalisieren, und es ist höchste Zeit dafür. Vielen Dank. Jetzt sind Sie mit Ihrer Frage dran. Angesichts der Größe der Aufgabe reicht Fördern nicht, man muss auch bremsen. Deshalb die Frage, sollte man nicht bei der privaten Geldschöpfung der Banken die Neutralität aufgeben und grüne Kredite fördern und Kredite in die Fossilwirtschaft sanktionieren? Nachsatz, mit dem Status quo der Neutralität werden ja die Vermögensinflation massiv befördert. Stichwort Debt Shift, Stichwort, dass die Einkommen viel weniger schnell steigen als die Vermögensblasen und die Zentralbank in diesem Bereich mit dem Schild der Neutralität eigentlich ihrer ureigensten Aufgabe, nämlich Finanzmarktstabilität zu gewährleisten, auch nicht gerecht wird, so wie das im Moment läuft. Dankeschön. Jetzt der hinten an der Scheibe und dann der mit dem grünen T-Shirt. Danke. Herr von Weizsäcker, Sie haben den Green Supporting Faktor, glaube ich, gerade angesprochen. Sprich, dass die Kredite zum Beispiel, die in Bankbilanzen sind, nicht auf keine Eigenkapitalhinterlegung brauchen wie andere Kredite. Ich verstehe Sie da, dass das BMF da dagegen ist. Ich glaube auch innerhalb von Europa jemand, der da bremst. Warum ist Ihnen das zu radikal? Ich verstehe das nicht. Wenn Sie selber sagen, grüne Kredite haben eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit als eben braune Kredite, bei der ganzen Politik, wie sie gerade geführt wird, warum bremsen Sie beim Green Supporting Factor? Vielen Dank. Jetzt dann zeigen Sie nochmal auf, dann werden Sie gefunden. Und dann Sie, genau. Entschuldigung, das hatte ich eigentlich eben schon vorgehabt. Sie haben vorhin in der Diskussion gesagt, dass es Staatsanleihen gibt, die Negativrendite bringen von circa minus 0,5% oder so. Ich wollte einfach mal fragen, wer investiert denn in sowas? Also warum sollte ich mein Geld da reinpacken, wenn ich das auch einfach behalten kann und mehr davon habe? Vielen Dank. Und jetzt die Frau hier vorne. Susanne Bergius, Handelsblatt. Es gibt andere Zentralbanken, die sehen das anders. Die sagen, unsere jetzigen Investitionen sind nicht neutral, weil sie sehr stark fossillastig sind. Das ist nicht neutral. Und die, wie die französische Zentralbank oder die niederländische Zentralbank, ganz klar Umwelt- und Sozialkriterien integrieren in ihre eigene Vermögensverwaltung von ihren eigenen Reserven. Also nicht nur, wenn sie beauftragt werden von Bundesländern. Wann passiert das bei der Bundesbank? Oh, jetzt kommt die nächste Antwortrunde und wir fangen mit Frau Mauderer. Hat schon das Mikro. Gut, okay. Also ich mache ein bisschen was aufgeschrieben. Stichwort grüne Kredite. Es besteht ja, und mein früherer Arbeitgeber, die KfW, wird ja von der Bundesregierung regelmäßig beauftragt, Kredite vergünstigt zu begeben für verschiedene Projekte. Und insofern ist es Aufgabe der Politik zu entscheiden, welche Programme, staatlich geförderte Kreditprogramme über die KfW laufen. Insofern, das ist Aufgabe Politik, das zu entscheiden. Ja, aber ist ein richtiger und wichtiger Hinweis. Green Supporting Factor, ganz kurz, die ging zwar an Jakob von Weizsäcker, aber ich kann Ihnen nur sagen, warum auch ich persönlich das und auch die Bundesbank für nicht den richtigen Weg hält, weil sie per se, es geht ja darum, dass sie quasi Eigenkapital nachlassen an Banken, wenn sie sehen, die haben grüne Anlagen, weil es zu der Annahme führen würde, dass per se ich mir nur angucke, ob ein Investment nachhaltig ist. Und das alleine reicht für die Einschätzung des Risikohalts eben nicht. Es ist in der Tendenz, so zeigen Studien, dass ein nachhaltiges Investment höhere Rendite gibt. Das ist so.
Aber es ist nicht per se so. Das heißt, man muss eben immer aufpassen, dass man das gesamte Investment sich anguckt und nicht nur die Nachhaltigkeit. Und deswegen ist für mich der Green Supporting Factor nicht der richtige Ansatz. Negative Zinsen. Wer investiert da? Eine Menge Leute. Und bei den Bundesanleihen sind wir schon bei 0,7. Und das hat ja unter anderem nicht nur, aber auch im großen Umfang damit zu tun, dass wir eben als Zentralbanken sehr aktiv sind, Staatsanleihen aufzukaufen. Das heißt, also die ganze Debatte darüber, was die Zentralbank noch alles so leisten kann und wie viel sie noch kaufen kann und machen kann, hat eben auch ganz signifikante Side-Effects. Und über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen, aber die sind nicht ungefährlich. Und die müssen wir immer im Blick haben. Und wir haben, ich glaube, jetzt komme ich doch mal auf Ihre Frage zurück, auch die Grenze der Staatsverschuldung. Wir sehen natürlich in Japan eine Staatsverschuldung von 236%. Die neue volkswirtschaftliche Theorie sagt, siehste, geht doch, passiert nichts. Ich kann aber nur davon warnen, auch von Japan zu schließen auf andere Kulturen. Denn in Japan hat eine ganz besondere Kultur. Und ein Urvertrauen in den eigenen Staat. Und insofern muss man immer die Besonderheit der japanischen Kultur, auch der Investmentkultur berücksichtigen und das Grundvertrauen, Urvertrauens in den Staat. Dann kommen wir zu der sehr herausfordernden Frage von Ihnen, Frau Vergius. Wann folgt die Bundesbank der holländischen Zentralbank? Also Sie können sich versichern, dass ich bin im engen Austausch mit dem Frank Eldersen, also mein Pendant sozusagen in den Niederlanden. Und es ist in der Tat so, die Holländer machen viel. Wir unterscheiden grundsätzlich, und was sie eben auch nicht tun, ist, wenn sie im Anleihekaufprogramm der EZB, das wird ja durchgeführt durch die nationalen Zentralbanken, da sind sie auch dran gebunden, sich zu halten, was eben die EZB-Grundlinien sind. Auch da können sie nicht grün investieren. Was sie aber tun, ist eben ihr eigenes Portfolio. Und da muss man unterscheiden, das ist ganz wichtig. Wir Zentralbanken haben einmal ein geldpolitisches Portfolio, unter anderem jetzt eben durch das Anleihekaufprogramm. Und dann gibt es Portfolien oder Anleihen und Ankäufe, die nichts mit der Geldpolitik zu tun haben. Das ist einmal sind es Pensionsrückstellungen vielleicht für oder sonstige eigene Portfolio-Rückstellungen. Und da ist es in der Tat möglich, quasi nachhaltig zu investieren. Und da ist auch die Bundesbank aktuell dabei zu prüfen, wie es noch nachhaltiger geht. Wir sind da schon gut aufgestellt, aber da sind wir auch im Prüfungsprozess. Insofern, die Bundesbank hat das für ihr nicht geldpolitisches Portfolio auf jeden Fall auf dem Schirm. Herr von Weizsäcker. Ganz kurz noch zum Green Supporting Factor. Wir haben ja aufgrund der Finanzkrise gewisse Lehren gezogen. Wir haben gesagt, wir brauchen eine strengere Regulierung des Finanzsektors, strengere Eigenkapitalanforderungen an Banken, auch gewisse strengere Anforderungen an Versicherungen. Und es gibt natürlich viele Leute, eine Weile war das mein Hauptberuf im Ausschuss für Wirtschaft und Währung im Europaparlament, die sagen, wir wollen das irgendwie wieder aufweichen. Und eine Weile lang gab es eine Reihe von sehr gut organisierten Banken und Versicherungen, die gesagt haben, jetzt haben wir eine tolle Idee, das ist das Greenwashing eines regulatorischen Rollbacks. Und das haben die dann genannt Green Supporting Factor. Klingt erstmal gut. Also grünen unterstützen Faktor, gerade hier sozusagen in dem Raum, wären spontan erstmal alle dafür, weil ja gesagt wird, Green Supporting ist auch eine tolle Sache. Aber glücklicherweise, und kann man wirklich sagen, das war eine ganz breite Koalition, also Sven Giegold, Leute aus der Union, Leute aus der SPD, Leute aus der FDP haben den Braten gerochen und haben gesagt, nein, also darauf lassen wir uns nicht ein. Sondern wir sind gerne bereit, über die Frage des Brown Penalizing Factors zu reden. Also wie kann man eben die Risiken, die mit der fossilen Blase einhergehen, besser in den Griff bekommen. Aber wir sind nicht bereit, einen Rollback unserer Errungenschaften nach der Finanzkrise durch die Hintertür zu tolerieren. Das ist sozusagen der tiefere Grund, warum man die Finger davon lassen sollte, auch wenn es auf den ersten Blick erstmal gut klingt. Das gebe ich gerne zu. Die Leute, die sich das ausgedacht haben, die sind auch nicht blöde. Aber muss man halt manchmal aufpassen. Dann
Ich werde jetzt nicht sozusagen zur privater Geldschöpfung und Vollgeld und sowas könnte man eine eigene Veranstaltung machen. Aber ich will auf einen sehr erfreulichen Umstand hinweisen. Sie haben gesagt, Assetpreisinflation, so ungefähr die Reichen werden immer reicher. Aber eigentlich sind ja diese wahnsinnig niedrigen Zinsen mit Blick auf die Herausforderungen, die wir haben, etwas Hocherfreuliches. Denn was sagen uns diese niedrigen Zinsen? Die sagen uns, wenn ihr in den kommenden Jahren in Größenordnungen von 1 Billion Euro oder mehr investieren müsst, dann ist es gar kein so großes Problem, sich das Geld zu beschaffen. Das ist doch großartig. Nicht, wenn jetzt die Zinsen irgendwie, wenn die Realzinsen bei 5% wären und wir hätten diese Veranstaltung, ich glaube, dann wäre viel mehr Trübsal hier im Raum. Aber bei Realzinsen von unter Null ist das doch toll. Das heißt, einer der Gründe, ich meine, wenn man jetzt Sparer ist, dann beklagt man das. Und es gibt auch einige unter den 1%, die das beklagen. Die hätten gerne höhere Renditen auf ihre Ersparnis. Aber im Grunde ist für die Riesenherausforderung, die uns hier zusammengebracht hat, die niedrigen Zinsen die beste Nachricht überhaupt. Und das wollte ich darauf wollte ich nochmal hinweisen. Ich weiß, dass es nicht genau Ihre Frage beantwortet hat, aber ich glaube, das ist wichtig. Adam Truss. Ja, ich kann mich den Ausführungen Herrn von Weizsäcker nur anschließen. Das ist ja gewisserweise auf der einen Seite das Fabelhafte dieses Moments. Wir brauchen Billionen und wir bekommen Billionen ohne weiteres und zwar zu billigem Geld. Meine etwas flapsige Bemerkung, dass nicht klar ist, wie viel Deutschland in Anleihen auflegen müsste, um bei 2% zu bekommen, deutet darauf hin, dass man sich tendenziell vielleicht 1 Billion in diesem Moment leihen könnte und man käme bei 2 heraus. Man könnte sich gewisserweise den gesamten Klimafonds auf einmal besorgen und zwar zu Renditen, die historisch einmalig niedrig sind. Aber das macht ja dann auch die Tragödie unserer heutigen Situation nur sichtbar, in dem Sinne, dass wir tatsächlich vor scheinbar vom Kapitalmarkt unbeschränkten Möglichkeiten stehen und trotzdem ist die Investition niedrig und zwar nicht mit steigender Tendenz, sondern im Grunde fallend von den hohen Levels vor 4 oder 5 Jahren und das trotz der enormen Produktivitätssteigerung, das heißt Kostenverfall im erneuerbaren Sektor. Man kann sich also damit gewisserweise beruhigen, dass man sagt, im realen Sinne sind die Investitionen gestiegen, weil die Kosten für erneuerbare Energie gefallen sind. Aber was uns in diesem Moment droht zu entgehen, ist tatsächlich eine historische Gelegenheit, von dieser unglaublichen Geldschwemme Gebrauch zu machen, um diese strategischen Investitionen zu tätigen. Und Sie haben bestimmt recht, Herr von Weizsäcker, wenn Sie sagen, man muss nicht gewisserweise mit einem Schuldenziel ansetzen und sagen, okay, das machen wir alles mit geborgtem Geld und wir wissen, wir können uns 50 Milliarden beschaffen, also sollten wir es tun. Aber trotzdem ist doch sehr frappierend, das Disconnect zwischen dieser ungeheuer offenen Kapitalmarktlage und der Unfähigkeit der europäischen Politik bisher, wirklich darauf zu reagieren. Und es ist natürlich wahr, dass vom Privatsektor Aktion kommen muss. Und wir haben jetzt lang und breit darüber geredet, wie man das im Positiven und Negativen steuern kann. Aber die staatliche Seite ist bisher nicht in großer Erscheinung getreten. Und das ist ja für mich gerade das Bezeichnende an diesem Moment, die Unbeschränktheit der Situation. Das bestimmt auch die Diskussion über die Rolle der Zentralbanken. Bei einer angespannteren Situation im Kapitalmarkt wäre es eine viel größere Versuchung, gewisserweise die Zentralbank als Stütze in Anspruch zu nehmen. Aber das wäre im deutschen Fall im Moment total abwegig, weil über den gewöhnlichen Kapitalmarkt oder eben über Steuern alles beschafft werden kann, was nötig ist. Diese Spannung wirklich sich auf der Zunge zergehen zu lassen, die Tatsache, dass Deutschland bei einem solchen Zinsstand trotzdem Überschüsse fährt in einer Situation, wo offensichtlich öffentliche Investitionen nötig sind, beschreibt gerade die Tragik der heutigen Situation. Ich mache jetzt die letzte Frage. So, ich würde jetzt die letzten Fragen dran nehmen und dann in die Abschlussrunde kommen. Hier ist eine Frage, dort ist eine Frage und dort. So. Mhm.
Ja, Horst Schirmeier hier. Meine Frage geht dahin, die Green Bonds, um die, deren Finanzierung es ja unter anderem geht, setzen ja voraus, dass es im privaten Bereich, dass es da Menschen gibt, die mit dem Geld dann noch irgendetwas ökonomisch Sinnvolles anfangen können. Offensichtlich wird das ja gegenwärtig so nicht gesehen. Ist die Frage halt, ob man da nicht in diesen Bereichen auch an Gedanken wie das Helikoptergeld mit, damit verbinden müsste, also deren Gedanken, Gelder halt zu verteilen halt an Private, die dann vielleicht auch investieren, um damit ja, Wirtschaft anzukurbeln und das dann möglichst mit ökologischen Projekten. In dem Zusammenhang auch passt, glaube ich, ich meine bei Herrn Thus halt kritische Anmerkungen zu dem Kohlekompromiss rausgehört zu haben, ist doch eigentlich eine hervorragende Möglichkeit, ganz viel Geld halt in die Wirtschaft zu pumpen und das noch für einen ökologischen Zweck nebenbei, oder? So, dann war hier noch eine Frage. Männlichkeit? Ja, weil sonst hätte ich sie nicht Dame, drangenommen. Dame abwechselnd. Es hatte sich keine Dame mehr gemeldet also, bislang. Sie sprachen die ganze Zeit von Deutschland oder eben im Kontext auch Europa, aber wir wollen ja eigentlich das Weltklima retten. Und deswegen wäre auch meine Frage, gibt es auch Kooperationen mit den Zentralbanken der anderen bedeutenden Industrieländern, also Brasilien, Russland, Indien, China, Indonesien etc.? Und genau sie hatte ich noch drangenommen. So. Ja, ich habe eine Frage zur Finanzierung. Herr von Weizsäcker hat gesagt, dass ein großer Anteil privat finanziert werden soll. Und ich war vorgestern in einer Konferenz über öffentlich-private Partnerschaften. Und da gab es zu dieser Form der Finanzierung sehr große Kritik. Ja. Die öffentlich-privaten Partnerschaften, die kosten wenig für die öffentliche Hand am Anfang, aber in den nächsten Jahren werden sie für den Staat auch sehr teuer. Das heißt, da es sich um große Beträge handelt und die dann später noch sehr teuer werden, dann stellt sich die Frage, ob dieser große Anteil an öffentlich-privaten Partnerschaften zweckmäßig ist oder welche oder sind andere private Investitionen gemeint? Herzlichen Dank. Jetzt hat sich noch eine Dame gemeldet, die nehme ich noch dran und dann mache ich die Abschlussrunde. Danke. Ich habe jetzt einfach mir noch aufgeschrieben, hier hieß es am Anfang, Sie sagten, CO2-Blase ist am Wachsen. Die Zerstörung, die Banken und die Finanzmärkte wetten auf unsere Zerstörung. So, das ist einfach etwas, was ich mir jetzt gemerkt habe. Und dann frage ich mich, wie geht das? Warum gibt es da nicht irgendwo an genau so einer Stelle, wie kann man auf etwas wetten, was, wo man am Ende weiß, es geht kaputt. Wir wissen, diese Blase wird irgendwann platzen. Das ist auch klar. Das heißt, es wird auch nur wahrscheinlich genau in diesem Zeitrahmen gewettet. Und da ist mir überhaupt auch jetzt nicht klar geworden, jetzt auch an diesem Abend nicht, was dagegen getan wird, ganz konkret. Also weil das ist in meinen Augen, das ist ein Verbrechen. Ich sage das mal so krass, das gibt es da eine Idee, einfach eine Idee. Ganz herzlichen Dank. So, dann machen wir jetzt die Abschlussrunde auf dem Podium. Jakob von Weizsäcker fängt an und dann machen wir so rum. Konzentriere mich vielleicht auf zwei Fragen. Die eine Frage war zur Klarstellung, was ist eigentlich gemeint mit privater Finanzierung? Und damit ist nicht gemeint, dass man jetzt ganz viele öffentlich-private Partnerschaften machen soll, sondern damit ist gemeint, dass wenn Sie als Privatmann Ihre Wohnung oder Ihr Haus besser isolieren, dann ist das ja eine private Investition. Wenn Sie als Privatmann eine andere Form der Fortbewegung wählen, die weniger CO2 in die Luft bläst und dann eben irgendwie was kaufen, was damit zu tun hat, dann ist das eine private, keine öffentliche Investition. Wenn jemand auf die Idee kommt, so wie jetzt im Hamburger Hafen, eine große Knallgasanlage hinzustellen, wo man aus Strom dann eben Wasserstoffgas macht, dann ist das ja nicht etwas, was der Staat typischerweise machen würde, sondern dann ist das eine private Investition. Und meine Aussage war, dass wenn man sich das anschaut in diesen Studien, wie kommen die auf diese Billionensummen,
dann stellt man fest, dass vernünftigerweise, ohne irgendwelche verrückten Verrenkungen, ohne irgendwelche räuberischen ÖPPs, 90% dieser Investitionen von Privaten für Private einfach stattfinden sollten. Da sollte der Staat sich nur insofern einmischen, als er halt die Rahmenbedingungen setzt, damit die Leute endlich anfangen. Damit eben nicht das passiert, was sie befürchten und durchaus zu Recht befürchten, wenn wir einfach weitermachen wie bisher. Aber private Investitionen. Und dann habe ich gesagt, ich taxiere, dass grob 10% staatlich gemacht werden könnten. Nicht alle von den 10% müssen unbedingt privat gemacht werden. Und da muss man dann sehr genau hinschauen. Und um ein bisschen über das hinauszugehen, was ich vorhin gesagt habe, das hängt dann auch, wir reden ja über ein globales Problem, davon ab, wie gut der Staat in einzelnen Ländern funktioniert. Und um einmal etwas fast Triviales, aber manchmal Übersehenes zu sagen, in Ländern, wo der Staat gut funktioniert, sollte er etwas mehr von den 10% wirklich selber machen. In Ländern, wo der Staat nicht so gut funktioniert, ich habe mal bei der Weltbank gearbeitet und kann Ihnen sagen, es gibt viele Länder, da funktioniert der Staat nicht so gut. Da kann es sogar sein, dass ein bisschen weniger von den 10% sinnvollerweise durch den Staat gemacht werden, weil der Staat es häufig nicht so gut hinbekommt. Und das sind Dinge, die muss man sich sehr genau anschauen. Und wenn man es falsch macht, so wie Sie sagen, das ist ja eine Botschaft, die Sie von der Konferenz mitgenommen haben, dann wird es sehr teuer für den Staat und für den Steuerzahler und die Gesellschaft. Und das können wir uns, obwohl das Geld billig ist, dann doch nicht leisten. Denn wir müssen ja sehr viel investieren. Und in dem Sinne wollte ich verstanden werden. Und dann vielleicht noch zu der Frage, wie ist das sozusagen, wie kann das überhaupt sein, dass man in dieser Weise ins Verderben steuert und diese Blase nicht von alleine platzt? Und eines der Probleme dabei ist ja nicht, dass man jetzt sagen würde, okay, alle rennen jetzt auf einen klar wahrnehmbaren Abgrund und jeder weiß, wann ist der Abgrund erreicht und wann geht es eben runter und man ist tot. Sondern erstens ist es so, wir wissen ja gar nicht genau, wo der Abgrund ist. Und zweitens ist es so, dass einige Leute, da kommt man dann vielleicht tatsächlich zurück zu den 1%, die haben halt irgendwie sich ein Flugapparat gekauft, die können dann noch ein bisschen über dem Abgrund fliegen. Und deshalb ist also das Bild, wir rasen alle auf den Abgrund und warum rasen wir wie die Verrückten auf den Abgrund, warum fällt es niemand auf, hat auch damit zu tun, dass wir bei aller Gewissheit, die wir von der Klimawissenschaft heute haben, wie gefährlich das Ganze ist, den genauen Ort des Abgrunds nicht kennen, die genaue Natur des Abgrunds nicht kennen und im Übrigen befürchten müssen, dass unterschiedliche Teile der Welt recht unterschiedlich davon betroffen sein werden. Dass jetzt zum Beispiel kleine Inselstaaten etwas früher aufwachen, ist nicht so überraschend und unterstreicht meinen Punkt. Und das ist der tiefere Grund aus meiner Sicht, warum es so schwierig ist, sich global zu organisieren. Weil der Abgrund eben kein ganz einfacher Abgrund ist und trotzdem haben Sie recht. Herzlichen Dank. Sabine Mauderer. Ja, ich völlig d'accord, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht noch zur Klarstellung, das Interesse an Green Bonds, also potenziellen Investoren, ist groß, nur das Angebot ist nicht groß genug, nicht umgekehrt, das wollte ich nochmal klarstellen. Ich nutze aber die Gelegenheit, weil ich Helikoptergeld irgendwo gehört habe. Ich würde da gerne auch nicht viel auszuführen. Ich möchte nur mal an der Stelle darauf hinweisen, dass es zwar wirklich schön ist, dass für Investitionen niedrige Zinsen vorteilhaft sind, dass es einfacher ist, eben auch Investitionen zu tätigen, aber die Zinsen, die Nullzinsen und die Negativzinsen haben natürlich auch Downsides und zwar auch sehr große. Ne? Das heißt also, die Deutschen sind überwiegend Sparer und wenn Sie mal aufs Sparbuch gucken, sehen Sie, was da kommt. Ja? Und wir alle wissen, dass die Altersvorsorge getätigt werden muss, dass Sie da auch privat vorsorgen müssen und das werden Sie mit dem Sparbuch nicht mehr hinkriegen. So. Das heißt also, Sie müssen in den Kapitalmarkt oder eine Alternative jedenfalls erwägen. Und das ist für jemanden, der aufgeklärt ist und ein moderates Risiko eingehen, ganz gut. Aber was wir schon auch jetzt am Kapitalmarkt sehen, ist,
ja, dass die Suche nach Renditen groß ist und dass die Bereitschaft, dafür ein großes Risiko einzugehen, zunimmt. Und das ist eine ganz große Gefahr. Insofern ein uferloses nach unten Steuern, das geht nicht. Ja, weil es einfach sehr, sehr viele Side-Effects hat, die zu sehr, sehr negativen Auswirkungen führen kann. Letzte Frage, die ich noch nehmen wollte, kam, glaube ich, von dort. Die Frage der internationalen Kooperation. Ich hatte das in meinem Eingangsstatement gesagt. Es gibt, wir sind aktuell über 42 Zentralbanken und Bankenaufseher global und haben uns seit 20 Monaten zusammengetan. Und ich leite eins der drei Arbeitsgruppen, die sich mit den Marktdynamiken beschäftigt. Aber wir haben auch die makroökonomische Sicht und auch das, was eine Bankenaufsicht tun sollte, global im Blick. Das haben wir, geben Handlungsempfehlungen dazu raus. Haben das im April gerade in Paris gemacht, werden jetzt in Washington etwas Konkreteres machen. Also gibt es viele Sachen. Allerdings, und das muss ich sagen, der Wermutstropfen, ich sagte das am Anfang, ist, dass entscheidende Staaten noch nicht beigetreten sind und dazu gehört leider auch die USA. Ja. Aber wie ich auch anfangs sagte, die Tür ist offen und wir klopfen auch immer mal wieder an. Vielen Dank, Frau Mauderer. Und zum Abschluss, Herr Drews. Um zwei Punkte zu verknüpfen, die in der Diskussion ständig hin und her gegangen sind, und um einen Punkt von Herrn von Weizsäcker aufzunehmen, über gewisserweise das Wissen über die Katastrophe, die auf uns zukommt. Es gibt sehr ins Detail gehende Untersuchungen der unternehmerischen Planung europäischer Ölfirmen. Und das Ergebnis dieser Studien ist, dass die mittelfristige unternehmerische Planung dieser Firmen mit einem Klimapfad vereinbar ist oder sich deckt, der eine Temperatursteigerung von 3,5 Grad bedeutet. Das ist also eingebaut in ihre langfristige unternehmerische Planung. Wir wissen von Exxon, dass sie schon Anfang der 80er Jahre sehr für die damalige Zeit sehr gut informiert waren und dass sich ihre damaligen Prognosen aus den frühen 80er Jahren über den Entwicklungspfad in den nächsten 30 bis 40 Jahren fast genau mit der Realität decken. Und es sind die Anleihen dieser Ölfirmen, der europäischen, die diesen katastrophale Klimaentwicklung in ihre unternehmerische Planung implizit mit drin haben, die 10% der angekauften Anleihen, der unternehmerischen Anleihen ausmachen, die im Portfolio des Bank of England und Bank de France lagern. Das ist, was Neutralität in diesem Moment bedeutet. Ist weil das hochkarätige Firmen sind mit einem sehr hohen Rating. Das ist die Realität dieser Verquickung. Um ganz kurz auf Kohleausstieg zu kommen, zum Schluss. Der Prozess selbst ist mustergültig, wird auch von der ganzen Welt mit einigem Bewunderung betrachtet. Die Einbindung so vieler gesellschaftlicher Interessen, die Berücksichtigung so vieler Aspekte der sozialen Verträglichkeit. Just Transition ist das Thema des Moments nach dem Jiajong. Wie könnte es anders sein? Wir wissen, was für politische Herausforderungen in den Kohleländern des Ostens auf die deutsche Politik zukommt im Moment. Das ist alles sehr bewundernswert und interessant und ist mittlerweile auch ein Objekt der Beobachtung von außen. Das Problem ist nur, dass das Ergebnis nicht kompatibel ist mit den Pariser Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist. Der Zeitraum ist ungeheuer schleppend. Und die Geldmengen, Sie haben vollkommen recht, dienen natürlich als Stimulierung für die Regionen Deutschlands. Aber man muss sich doch wirklich fragen, ob eine solche Geldmenge gerade für diese Zwecke am sinnvollsten ausgegeben wird. Und das ist für mich in dieser gesamten Diskussion im Grunde eigentlich das Verblüffendste, ist, dass wenn Sie beim IEA, also dem International Energy Agency, nachschauen in der Statistik, der jährlichen Statistik, zur öffentlichen geförderten Forschung zu erneuerbaren Energien, dann entspricht das ungefähr 60%
der Geldmenge, die für den Kohleausstieg in Deutschland über die nächsten Jahre verplant ist. Ist natürlich gestreckt über mehrere Jahre, aber das gibt Ihnen eine Idee. Weltweit geben wir für diese Forschung, öffentlich finanziert, weniger aus als die amerikanische Bevölkerung für die Ernährung seiner Haustiere in realen Werten. Das heißt, es wird im Moment von der öffentlichen Seite her mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, die praktisch kostenlos sind und die eine Anlage suchen, um den Sparern endlich dann doch wirklich eine Rendite zu liefern, wird die Kernfrage, die technische und forschungsrelevante Kernfrage der Gegenwart praktisch nicht angegangen. Und das ist wiederum, glaube ich, eine Beschreibung dieser Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten und den tatsächlichen Anstrengungen. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich bei Ihnen allen dreien für eine sehr konzentrierte, sehr hochkarätige, sehr spannende Diskussion bedanken. Das hat mir großen Spaß gemacht, das zu moderieren. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für sehr interessierte Fragen und auch so viele Fragen und auch, dass Sie so lange mitgemacht haben. Das passiert auch nicht bei jeder Veranstaltung. Und bei euch beiden, Barbara und Jörg, für die Organisation einer wirklich tollen Veranstaltung. Herzlichen Dank Ihnen allen und kommen Sie gut nach Hause. Applaus